Gut, also wir schauen uns heute Quicks an, zur Schaltungssimulation. Und wir sind ein bisschen spät dran, dass wir das mit den Quicks machen, also jetzt nicht nur mit der Uhrzeit, sondern auch im Laufe des Kurses, weil ich weiß, dass einige von euch jetzt schon ziemlich viel gemacht haben mit Quicks. Schau mal in diese Ecke dann. Weißt, ich hoffe, dass ich jetzt nicht die einen langweile und für die anderen zu schnell bin. Gut, schauen wir uns das an. Aha, jetzt habe ich da meine Spickzettel verloren. Ja, sehr schön. Gut, also wenn ich Quicks starte, dann kriege ich einen Bildschirm, der etwas so ausschaut. Ich glaube, normalerweise in einem mindestens 1024 Pixel breiten Monitor ist die zweite Toolbar irgendwie da rechts oben dazu. Das Problem ist, dass wenn ich das Fenster auf Vollbild mache, dann fehlt da auf der rechten Seite was. Weil der Beamer nicht genau ausgerechnet ist, darum ist mein Fenster etwas kleiner und dann ist diese Toolbar da runter gesprungen. Also wundert euch nicht, wenn ich dann da in der zweiten Zeile klicke und da euch müsste das dann vielleicht irgendwo wo rechts sein. So, also wenn ich da in den Quicks drinnen bin, ihr könnt es mitschauen im Skriptum, da gibt es Workshop 2 Quicks und werde mich jetzt eher an die Stichworte halten, die ich dort aufgeschrieben habe. Das heißt, da seht ihr dann auch gleich, was werde ich als nächstes erzählen und so. Das Erste, was wir machen, ist, wir legen eine neue Datei an. Bei File New und dann habe ich eine... Ah, du hättest das gern auf Deutsch. Ja, also normalerweise, ich glaube, dass das nicht... Genau, weil du nämlich ein deutsches Local eingestellt hast. Das heißt, du hast quasi deine Desktop auf Deutsch und das Quicks erkennt das. Ich weiß nicht, ob man in Quicks das irgendwie umstellen kann auf Deutsch. Das heißt, verzeiht, dass es bei mir Englisch ist. Es sollten aber die Dinge etwa an der gleichen Stelle sein. Gut, also ich kann ein neues File machen oder wenn ich da klicke auch, dann sind so ein paar Sachen, die sind beim Quicks ein bisschen unlogisch, ungewohnt. Das habe ich nämlich hier Tabs für diese beiden Files. Und wenn ich dieses Tab zumachen möchte und Datei schließen möchte, dann muss ich auf dieses X hier klicken. Und dann schließt er das aktuelle Tab. Okay. Wenn ich ein neues File gemacht habe, ist das allererste, was ich machen sollte, dass ich das mal unter einem Namen speichere. Und zwar aus mehreren Gründen. Ich kann nämlich überhaupt nicht simulieren oder sonst sinnvolle Sachen machen, solange das Ding noch keinen Dateinamen hat. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, ob ich mir das aufheben möchte, sondern wenn ich irgendwie sinnvoll arbeiten möchte mit dem Quicks, dann muss ich das sowieso speichern, auch wenn ich dann nachher vielleicht das wieder wegwerfe. Klicke dann mal auf Save, dann fragt er mich gleich, aha, da habe ich schon ein paar Sachen. Machen wir da Test 004. So. Save. Jetzt hat das ganze Ding hier auch einen Namen. Und wenn ich jetzt in die Document Settings hineingehe, dann sehen wir, dass wir hier noch zwei weitere Dateien eingetragen haben. Das .sch-File ist nämlich die Schematic und er hat dann aber automatisch einen File-Namen festgelegt für ein Datendisplay und einen File-Namen für ein Dataset. Also wenn ich jetzt dann simuliere, dann werden die Resultate der Simulation in diesem .dat-File gespeichert und er springt automatisch auf das .dpl-File. Aber zwischen DPL und Schematic gibt es eigentlich keinen Unterschied. Das ist nur die Idee, dass ich dann hier zwei Tabs habe und auf einem habe ich meinen Schaltplan und im anderen habe ich dann die netten Diagramme, die ich zeichnen möchte. Und ich persönlich, ich mag das eigentlich nicht, dass ich da zwei Dokumente habe. Ich habe gerne ein Dokument, wo ich den Schaltplan habe und unmittelbar daneben irgendwie die Ergebnisse und Diagramme. Wenn ich das haben möchte, dann ändere ich hier einfach das Data-Display ebenfalls auf das .sch-File. Dann weiß er quasi, das Data-Display ist auch gleich das Schematic. Dann kann man noch besprechen. Gut, es gibt ein paar Sachen, die das schauen wir jetzt nicht an, damit kann man dann größere Sachen machen mit dem Quicks. Es gibt hier dieses Projects-Tab und ich kann quasi ein Projekt anlegen und in dem Projekt dann mehrere Schematics. Und das kann ganz interessant sein, wenn ich wirklich große Simulationen machen möchte, weil ich dann quasi als eine Schematic, aus der kann ich ein Schaltplan-Symbol machen und das Schematic sagt dann die Innenbeschaltung von dem Ding und dann kann ich das Schaltplan-Symbol in einer anderen Schematic wieder verwenden. Für die Dinge, die wir jetzt simulieren, ist das quasi
way overkill, da werden wir einfach mal auf einer Seite bleiben. Aber nur, dass ihr es wisst, das geht halt. Aber das geht nur innerhalb von so einem Projekt. Das heißt, ich muss dann ein Projekt anlegen und in dem Projekt die einzelnen Schematics. Gut. Was habe ich hier sonst noch? Ich habe Libraries. Wenn ich hier unter Projects gehe, kann man solche Libraries erzeugen, wo man so Symbole hineinlegen kann, die man selber gemacht hat, und Packages machen. Das schauen wir uns aber nicht an. Das ist quasi nur so als Ausblick. Wenn ihr irgendwann eine große Simulation macht und dann seht ihr, das wird total unübersichtlich auf einer Schematic, dann gibt es in der Richtung sozusagen mehr. Wir bleiben mal bei einer Schematic. Gut, also ich habe meine Schematic, ich möchte Bauteile platzieren. Dazu gehe ich hier links nach Components, dann habe ich hier die ganzen Bauteile zur Auswahl, die Quick so hat. Und hier oben habe ich Kategorien von Bauteilen. Also wir sehen jetzt hier die standardlinearen passiven Komponenten, Widerstände, Kondensatoren, Spulen. Ist diese Tür zu machen? Danke. Transformatoren, wenn man solche Sachen machen möchte. Dann haben wir hier Sources, also das sind die Quellen, da haben wir Spannungsquellen, Stromquellen. Interessanterweise ist das Quick-Symbol für eine Spannungsquelle das Batteriesymbol, aber das Stromquellensymbol ist dann irgendwie ein sinnvolleres Stromquellensymbol. Also ich weiß nicht, wie sich das ergeben hat, wahrscheinlich historisch gewachsen und jetzt traut sich keiner mehr ändern, weil sonst die Schaltungen irgendwie anders ausschauen. Ich kann Probes platzieren, also quasi ich kann ein künstliches Multimeter meine Schaltungen einhängen und an verschiedenen Stellen Spannungen oder Widerstände oder Ströme messen. Ich kann Transmission Lines simulieren, das werden wir jetzt hier nicht machen. Es ist geplant, dass wir irgendwann mal, nachdem wir den Workshop zu elektromagnetischen Wellen gemacht haben, dass wir dann uns auch mal die Transmission Lines anschauen, das kann interessant sein. Sowas braucht man aber tendenziell, wenn man Schaltungen simuliert, die sehr, sehr schnell arbeiten. Also irgendwelche Mikrowellentechnik etc. Die nichtlinearen Komponenten, Dioden, Transistoren. Wobei hier, wenn ich da diesen Transistor zum Beispiel nehme, dann ist das ein mehr oder weniger generisches Transistorsymbol. Wenn ich jetzt eine Schaltung simulieren möchte, die ich wirklich aufbauen möchte, dann möchte ich ja meistens einen Transistor haben, der sehr gut dem entspricht, den ich tatsächlich verwenden möchte. Und wir haben uns bei den Transistoren darüber unterhalten, dass die sehr, sehr weit gestreute Eigenschaften haben, je nachdem, welchen Transistor ich verwende. Und da gibt es hier oben unter Tools die Component Library. Und da sehen wir eine ganze Reihe von Bauteilen, die dabei sind. Also da haben wir dann auch hier irgendwo die Transistors, und dann können wir zum Beispiel sagen, 2N2222, das ist zum Beispiel ein Transistor, den haben wir sogar im Bauteilsortiment hier. Den kann ich jetzt hier nehmen und in die Schaltung hinein drag and droppen. Und dann habe ich hier quasi einen Transistor, wo ich nicht wie hier den Sperrstrom eingeben kann und den Emissionskoeffizienten und solche Dinge, sondern einfach nur einen Transistor, wo dabei steht, das ist ein 2N2222. Und das Programm weiß dann eben, welche Eigenschaften dieser Transistor so hat. Kann ich mit Ja, genau. So, was gibt es da noch? Verilog A-Devices, schauen wir uns das an. Verilog. Wie kriegt man das Fenster wieder auf, wenn es einem zugegangen ist? Wie zugegangen? Ja, bei mir ist das jetzt verschwunden. Das linke Fenster, dieses. Passt da! Ihr habt so gemacht. Das weiß ich nicht. Aha, ich habe auch keine Ahnung. Schauen wir mal. Dock-Window, und da ist es wieder. Also unter View gibt es Dock-Window und damit kann man das quasi... Spannend, habe ich gerade was dazugelernt. Und ich kenne das von den ganzen Entwicklungsumgebungen, wenn man die startet in der Default-Ansicht, sind immer 1000 Dock-Windows. Und ja. Schaut das so komisch aus? Hast du sowas schon mal gesehen? Du hast da keine Bilder bei deinen Bauteilen. Ja. Das ist normal.
Nein, eigentlich nicht, das sind auch keine Bilder. Also es sollte nicht so ausschauen. Ah, super. Okay. Ich habe da oben auch nichts. Ja, das ist keine Icons, gar nichts. Okay. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Tut mir sehr leid. So, da war man gerade. Verilog A, genau. Das ist eine Hardware-Beschreibungssprache für Analog-Elektronik und wenn man solche Sachen hat, kann man das da einbinden. Braucht man nicht. Digital Components kann man da auch so digitale Schaltungen simulieren mit Gattern. Braucht man jetzt auch nicht. File Components, da kann ich zum Beispiel, wenn ich eine Spice-Netzliste habe, das findet man manchmal in Datenblättern zu einem Operationsverstärker zum Beispiel, dass dann so komischer Spice-Code drin steht, der ein bisschen kryptisch ausschaut. Und dann kann man das laden und hier so verwenden. Das Problem ist, dass Spice ein Format ist und da sind dann verschiedene mathematische Modelle dahinter möglich für NP-Übergänge. Und Qix kann nur die ganz primitivsten von diesen Formaten, von diesen mathematischen Modellen. Das heißt, das ist in der Praxis, bringt das nicht sehr viel, weil wenn man dann wirklich so ein Bauteil runterlädt, und dann sagt er, ich kann aber dieses Modell leider nicht. Und dann, jetzt wird es wieder interessant, gibt es Simulationen, die sind hier auch quasi ein Bauteil. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine DC-Simulation machen möchte, dann muss ich nicht nur meine Schaltung zeichnen, sondern auch das Symbol für eine DC-Simulation in der Schaltung platzieren. Wenn ich dann auf Simulieren klicke, dann weiß das Programm, was es eigentlich tun soll. Und wenn ich dann simuliert habe, dann will ich mir die Daten irgendwie anzeigen lassen. Und dazu gibt es hier noch einen Punkt Diagramme, die kann man eben auch platzieren. Und bei all diesen Sachen kann man einfach das nehmen und hier in die Schaltung hineinziehen. Ah, das war jetzt blöd, weil jetzt wieder irgendwie... Whatever. Und dann habe ich das eben platziert. Hallo, hallo. Such deinen Platz. Hast du Qix installiert? Hast du Qix installiert? Nein. Ja, dann... Gut. So. Haben wir gemacht. So, wenn ich was platziert habe, ich platziere einfach mal einen Widerstand. So, dann ziehe ich wieder her. Dann kann ich mit dem natürlich noch mehrere Sachen machen. Ich kann den verschieben, indem ich ihn zum Beispiel einfach mit der Maus nehme. Aber auch wenn der einfach nur selektiert ist und ich verwende dann die Pfeiltasten, dann verschiebt er ihn auch. Und so immer so in halben Rasterabständen. Das kann manchmal ganz praktisch sein, wenn man irgendwie seine Schaltung ein bisschen aufräumen möchte, dass man das so verschiebt. Man kann ihn natürlich löschen, zum Beispiel indem ich jetzt einfach Entfernen drücke. Man kann ihn aber auch löschen mit diesem, das ist das Lösch-Tool, dann ist das ein X und ich kann draufklicken. Also soweit ich jetzt. Nichts Überraschendes. Ja, wenn ich in irgendeinem Tool bin, zum Beispiel in diesem Lösch-Tool, dann kann ich mit Escape zurückgehen zu dem Verschiebetool, das ist dann hier aktiv. Und wenn ich dann noch einmal Escape drücke, dann ist kein Tool aktiv. Das kann einem manchmal passieren und das ist dann ein bisschen blöd, weil da kann ich jetzt hier drücken und ziehen und was ich möchte. Und dann muss man einfach wissen, Qix hat diesen Qix, das es manchmal quasi in keinem Tool ist und dann kann man nochmal Escape drücken und dann ist das Tool wieder da. So, und dann kann ich mit diesen Sachen hier, ich kann das Bauteil drehen, ich kann es um die eine Achse spiegeln oder um die, na gut, das ist jetzt so uninteressant, dann drehen wir es noch einmal und jetzt kann man sehen, ich kann es auch um die andere Achse spiegeln. Also das sind so die Transformationen, die ich so machen kann. Wenn ich da jetzt zum Beispiel zwei Widerstände habe, dann kann ich die natürlich verbinden. Wir nutzen hier dieses Verbindetool. Und damit kann ich dann Linien zeichnen. Und das ist so, dass es quasi bevorzugt in die eine Richtung die Linie macht und dann einen 90-Grad-Winkel in die andere. Und mit der rechten Maustaste kann man quasi umstellen, welche Richtung er zuerst macht. Das heißt, wenn man das weiß mit der rechten Maustaste, dann kann man eigentlich ziemlich schnell die Bauteile miteinander verbinden. Generell empfehle ich die Strategie, wenn man hier generell empfehle ich die Strategie,
wenn man eine Schaltung zeichnet, dass man zuerst alle Bauteile platziert, weil dann sieht man auch im Prozess noch, oh, da habe ich nicht genug Platz gelassen und da brauche ich noch Bauteile dazwischen. Und in der Regel, wenn man dann einen Teil der Schaltung, der schon miteinander verbunden ist, markiert und verschiebt, dann versucht er irgendwie diese Linien, die man gezeichnet hat, die Verbindungen mitzuziehen, aber die können sich dann komisch überschneiden und dann werden die verbunden an einer Stelle, wo es nicht sein soll. Das heißt, es ist meistens stressfreier, zuerst alle Bauteile zu platzieren und die Wires quasi nur im Kopf zu haben. Wenn man dann sieht, jetzt ist alles richtig, dann mal schnell drüber zu gehen und zack, 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 die ganzen Wires zu setzen. So, also wenn ich ein Bauteil platziert habe, dann kann ich hier die Eigenschaften direkt ändern. Ich kann zum Beispiel sagen, das ist kein 50 Ohm Widerstand, sondern ein 100 Ohm Widerstand. Und das Ohm, das ist quasi optional, also das ist alles in kohärenten SI-Einheiten, also das kann man quasi weglassen. Und man kann Suffixe verwenden, wie zum Beispiel 1K für einen 1,5K Widerstand. Was man aber nicht machen darf, und wie ich sicher aber oft schreibe und wie es in Schaltplänen oft dran steht, dass ich für einen 1,5 Kiloohm Widerstand 1K5 schreibe. Da sagt, das ist keine Zahl, das verstehe ich nicht. Da muss man schreiben 1,5K. Das muss man wissen, weil die Fehlermeldungen, die rauskommen, wenn ich da schreibe 1K5, die sind eher kryptisch. Wenn ich da jetzt einfach mal... das war es nicht. Den DC Bias berechne, dann sehe ich hier Line 3 Syntax Error. Unexpected Identifier, expecting nix. Das ist die Fehlermeldung, die ich bekomme. Und jetzt muss man halt wissen, dass das Quicks eigentlich zwei Programme sind. Nämlich das grafische Programm, mit dem ich hier arbeite, und den eigentlichen Schaltungssimulator, der aber keine GUI hat. Und wenn ich irgendwas simuliere, dann geht das grafische Programm her und erzeugt aus meiner Schaltung ein Textfile, das die Schaltung beschreibt und ruft dann den Simulator auf. Und da hat er dann quasi an der entsprechenden Stelle als Wert 1K5 eingetragen. Das war in der Zeile 3 offenbar von dem, was er da erzeugt hat. Und dann hat der Simulator gesagt, das verstehe ich nicht, was da in der Zeile 3 steht. Nach dem K kommt noch was, obwohl nach dem K ja nichts mehr kommen darf. Und darum sagt er hier so kryptisch dieses Expecting Leerstring, weil quasi nach dem K nichts mehr erwartet wird. Also das muss man irgendwie wissen, dass diese Meldungen das heißen. Muss ich das generierte Textfile anschauen? Ja, das kann man sich irgendwo anschauen. Show Last Netlist, F6. Dann haben wir es hier, das ist die erste Zeile, ein Kommentar, das ist die zweite Zeile, die ist leer. Und in der dritten Zeile hat er dann hier offenbar diesen Fehler gehabt. Also das war unter Simulation Show Last Netlist. Also ich muss gerade sagen, simulieren und dann erzeugt er diese Netlist und dann kann man sie sich hier anschauen. Ist das irgendwie ein Format, was man theoretisch weitergeben könnte? Oder? Leider nicht. Also es gibt quasi mehrere solche Austauschformate, aber das Quicks hat hier halt ein eigenes gemacht. Was man auch durchaus machen kann, sagen wir, ich möchte ein ganz kompliziertes Netzwerk von Widerständen simulieren zum Beispiel und das folgt quasi einem regelmäßigen Muster. Dann könnte ich sagen, ich schreibe ein Programm, das erzeugt mir das und dann wäre es natürlich blöd, ein Programm zu schreiben, was irgendwie seltsam solche Schematic-Files erzeugt und dort Wires eintragt, sondern dann kann das Programm auch gleich dieses Textfile erzeugen, in dem nur drinnen steht, was wie miteinander verbunden ist, aber nicht quasi, was eine sinnvolle grafische Repräsentation davon wäre. Gut. Entschuldige nochmal, das kann man auch nicht exportieren in ein Format, das dann irgendwie, da gibt es keine, oder gibt es da Standards auch? Oder es gibt dieses BICE-Format, das eigentlich ein Standard wäre. Ein Standard oder ein Office-Fehler? Nein, das ist ein de facto Standard. Also SPICE ist irgendwie ein uraltes Programm und die, ich sag mal, 50% von allen Schaltungssimulationsprogrammen, die heute so verfügbar sind, basieren in der einen oder anderen Art und Weise auf SPICE. Also so, dass da auch das Original SPICE Source Code irgendwo drinnen steckt und die verwenden eigentlich alle dieses SPICE Format und das wird eben auch oft verwendet zum zum Exportieren von Sachen. Und das kann man? Das kann aber nicht leider.
Es ist auch so, also ich erzähle jetzt einige Sachen zwar über Quicks und auch das mit dem Escape und diese Dinge, aber im Wesentlichen ist einfach mal irgendein Programm, mit dem wir halt jetzt rumspielen können, das mehr oder weniger gut für alle Plattformen verfügbar ist. Okay. Das ist Windows. Also es ist eine sehr verbreitete. Ja, also ich habe, ich weiß, dass es grundsätzlich mit Windows geht, aber zuletzt habe ich das halt gesehen vor einem Jahr, da war es noch eine andere Windows-Version noch aktuell. Ich weiß nicht, was. Ich habe da Windows 7 bei mir geht. Ah ja. Also ich weiß nicht, woran das dran liegt. Wo war ich jetzt? Genau, aber die Grundkonzepte sind eigentlich überall gleich. Also bei all diesen Programmen habe ich irgendeine GUI, mit der ich Schaltpläne zeichnen kann. Das ist fast schon Tradition, die sind immer ziemlich schlecht, diese GUIs, mit denen man Schaltpläne zeichnen kann, weil offenbar die Firmen, die diese Programme schreiben oder die Gruppen, die diese Programme schreiben, die haben ihr Augenmerk woanders. Die haben ihr Augenmerk auf der algorithmisch und mathematisch unglaublich interessanten Aufgabe der Schaltungssimulation. Und dass halt Leute die meiste Zeit dann gar nicht das appreciaten, was da für eine schöne Mathematik dahinter ist, aber gerne eine GUI hätten, mit der man einfache Widerstände platzieren kann, das dringt man vielleicht nicht durch. Die arbeiten fast alle so, dass aus dieser grafischen Repräsentation ein Text erzeugt wird. Die arbeiten alle so, dass es gewisse Arten von Simulationen gibt und das sind immer die gleichen. Es gibt immer DC-Simulation, Transienten-Simulation etc. Das heißt, das ist das Wichtige eigentlich hier zum Mitnehmen, welche Begriffe es da gibt, wenn man ein bisschen mit den Quicks gearbeitet hat und dann schaut man sich ein anderes Programm und wird man sich zu schnell zurecht. Eine Frage, was ist, also gibt es einen Industriestandard von Programmen her, wie für Pixelpaten, Photoshop oder für Vektoren, Illustrator? Nur dieses SPICE-Format. Und jetzt als Programm an sich? Als Programm an sich gibt es ein paar. Was arbeitet die Industrie? Also die werden ja, die arbeitet mit P-Spice zum Beispiel. Es gibt von Mentor Graphics gibt's ein Spice, es gibt von Altium gibt es ein Spice. Es ist aber immer irgendwie dieses Spice im Hintergrund. Und dann haben die halt ihre eigenen Verbesserungen und so gemacht. Was sehr gut funktioniert, ist LT-Spice von Linear Technology und das kann man eben auch gratis runterladen. Zwar nur für Windows, aber es rennt auch gut unter Wine. Also, und zwar unter Wine, sowohl unter Linux als auch unter Mac. Und damit ist es rennt sogar so gut unter Wine, dass ich vermute, dass Linear Technology den Weg gegangen ist, zu sagen, wir portieren es zwar auf Nix, aber wir schauen, dass es mit Wine funktioniert. Und dann ist es praktisch auch Cross-Plattform. Und diese Web-Anwendungen, also es gibt ja ein paar, wo man so Schaltpläne zeichnen kann, ja. Ist das vergleichbar mit einer Team oder ist das eher... Also es gibt, was ich sehr schön finde, es gibt dieses berühmte Java-Programm, das eben auch als Java-Applet läuft, wo man dann bei den Strömen wirklich in Echtzeit sieht, wo diese Kügelchen die Leitungen entlang gehen. Das ist sehr schön, um Konzepte zu veranschaulichen. Ich kenne aber jetzt kein webbasiertes Tool, mit dem ich sagen kann, dieser Transistor ist jetzt nicht eine abstrakte, idealisierte Form eines Transistors, sondern ein 2N2222. Und ich möchte eine Schaltung simulieren und wissen, wie genau diese Schaltung in der Realität arbeitet. Sondern die gehen eher den Weg, dass das nett ist zum Veranschaulichen von Prinzipien. Und das Quicks ist da eben so ein bisschen halb. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt hergehe und einen Operationsverstärker etc. habe, dann haben die eben immer diese Spice-Files, aber die verwenden eben Konstrukte in dem Spice-Format, die das Quicks selber noch nicht kann. Und da gibt es einen Standard. Nämlich DSIM, ich glaube aktuell ist 4.4 oder so. Und da setzen sich Industrievertreter hin, aber die sagen also nicht, wir machen ein gemeinsames Programm, sondern die sagen, wir machen ein gemeinsames mathematisches Modell. Und wenn wir uns auf das einigen, dann können quasi Hersteller von Chips ihre Chips beschreiben, basierend auf diesen DSIM-Modellen und alle Spice-Programme können das verarbeiten. Also da gibt es ein gewisses Maß an Standardisierung. Wie heißt das Java-Programm? Ich weiß es nicht, aber es steht in meinem Skriptum. Wenn man da. Ja, gibt es hier Anhang 8 Software. Und da haben wir hier Schaltungssimulation, dann haben wir das Quicks, das wir uns gerade anschauen. Dann habe ich eben hier das LT-Spice. Und dann eben das NG-Spice, das ist ein anderes Preis.
mit dem ich aber praktisch keine Erfahrung habe. Also das ist der Grund, warum wir jetzt hier Quicks machen, weil mit Quicks kenne ich mich halt ein bisschen besser aus. Und online habe ich mal diese drei hier aufgeschrieben. Das erste ist dieses Java-Programm. Zweites CircuitLab, das ist was Aktuelleres. Und mehr so ein, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das mehr so auf kollaborativ aufgebaut. Genau. Sketch, Simulate and Share. So dass man dann irgendwie so Social Networks quasi machen kann und der eine macht einen Filter und schickt dann dem anderen den Link und sagt da, schau dir meinen schönen Filter an. Und Logiflash ist, glaube ich, eher Digitalsimulation. Aber auch so, wenn man sucht, gibt es noch ein paar andere. Aber so, da wollen wir nichts. Gut. Ah ja, eine Sache möchte ich noch zeigen. Und dann machen wir quasi diese erste Übung hier. Wenn ich jetzt Bauteile habe, dann habe ich oft, ich habe eine Schaltung und ich mache nicht die Schaltung, simuliere die einmal durch und sage, super, passt. Sondern ich simuliere die durch und denke mal, komisch, und dann versuche ich herauszufinden, warum diese Simulation das macht, was sie tut. Und dann werde ich einerseits mal irgendwie Parameter ändern von Bauteilen, also vielleicht auch Parameter Switch machen. Oft möchte man aber quasi Bauteile deaktivieren. Und dann soll sich das Bauteil entweder verhalten wie ein Kurzschluss oder wie eine Unterbrechung. Und damit man dann nicht immer das Bauteil rauslöschen und wieder reinsetzen und wieder rauslöschen und wieder reinsetzen muss, oder das Wire quasi löschen und wieder einbauen und wieder löschen, gibt es hier dieses Tool hier, mit dem ich ein Bauteil deaktivieren kann. Wenn ich jetzt auf ein Bauteil draufklicke, dann wird das rot, und wenn ich dann nochmal draufklicke, dann wird es grün. Und so ein rot ausgekreuztes Bauteil ist quasi nicht vorhanden in der Schaltung, das ist eine Unterbrechung. Und ein grün ausgekreuztes Bauteil ist durch einen Kurzschluss ersetzt. Und damit kann man eben auch schön sich herumspielen, ohne dass man ständig die Schaltung selber ändern muss. Da kann man nur sagen, dieses Bauteil jetzt nicht. Und dann halt schauen, was passiert, wenn ich diesen Abblockkondensator zum Beispiel deaktiviere. Wenn man Abblockkondensator durch einen Kurzschluss ersetzt, dann wird meistens nichts Sinnvolles rauskommen. Also oft ist quasi nur eins der beiden Varianten auf diesem jeweiligen Bauteil gerade eine sinnvolle Variante zu schalten. Gut, also das habe ich ja noch. Und dann, glaube ich, haben wir jetzt die wichtigsten Dinge. Und ich hätte hier eine kleine Übung. Nämlich, ich muss wieder zurückgehen dorthin, wo wir sind, nämlich im Workshop 2. Das waren die ganzen Sachen, die ich jetzt erzählt habe. Dann haben wir hier die Übung, nämlich diese Schaltung hier wollen wir erstellen. Und ich würde vorschlagen, ihr macht es einfach mal. Und nach, weiß ich nicht, 5 Minuten oder 10 Minuten fange ich dann mal an, die Schaltung fix nachzuzeichnen. Das heißt, ihr habt so ein bisschen Vorsprung. Und dann werden wir mit dem weiterarbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich weiß nicht, wollen wir schauen, ob wir rausfinden, warum das bei dir. Ich habe jetzt das externe auch installiert, aber ich kann nicht, ich schaue einfach mit dem anderen. Ich habe den letzten. Weil die 17 habe ich installiert, wieder deinstalliert, noch einmal deinstalliert, dann das externe runtergeladen installiert. Okay, jetzt nutzt da jetzt nichts. Keine Ahnung. Also, heißt das den Schnupp wieder? Ah ja, genau. Das X, das ist der Punkt, den wir dann messen wollen. Und das habe ich jetzt noch nicht gezeigt, aber wenn ich einen Wire habe, also ich zeichne jetzt mal nur einen Wire, das ist mit nichts an verbunden, dann kann ich dem hier einen Namen geben. Und ich kann dann sagen irgendwie My Wire. Und so soll dieses X sein. Das ist quasi eine Stelle, die wir dann noch hervorheben wollen, mit der wir dann arbeiten wollen. Oben.
kopiere ja auch nicht den Widerstand, oder? Ja, aber nur weil du es nicht kannst. Wenn du es könntest, würdest du es machen, oder? Genau. Bekommt dann das, die Phrase schaut richtig aus, eine völlig neue Bedeutung. Ja? Ja, klar. Das ist ein Ubuntu oder ein Linux Mint, was Debian basiert ist. Ah ja, dann mach einfach mal ein Update. Genau. Versuch einfach mal apt-get install. Aha, was sagt er dann? Okay, mach mal ein apt-cache. Nein, sondern wie der Schatz. Genau, ja. Abstand Search. Abstand Quicks. Mhm. Ja, aber hat nichts gefunden. Mhm. Also ein ganz normales Debian, es ist kein... Und was ist das? Debian. Aha. Debian basiert, aber es ist halt noch mehr Oberfläche und so halt nicht mehr selber was. Dass man vielleicht verstehe, dass man da irgendwie in den Sources eintragen muss oder so, dass er das hat. Weil er hat es. Okay. Du hast einfach abgedienstet, Twix gemacht und das war da. Mhm. Naja, wahrscheinlich hat er ein Repository, das du nicht hast. Geh mal nach etc apt. Genau, und ja, mach einfach mal Enter. Und genau, ein Sources List. Das ist ein, also das File hier. Das kannst du editieren. Weiß nicht, was dein Lieblingseditor ist. Ah ja, das ist ein guter Editor. Bist du voll bei mir? Okay. Ja, genau. Dann schauen wir mal da rein. Okay. Gehst du mal mit einem Webbrowser auf packages.linuxmint.com? Weil ich nehme an vom Namen, dass es sowas ist wie packages.debian.org. Ah, sind die befeindet quasi. Also ich sage nur, bei mir beim Kubuntu habe ich apt-get install quick, sonst ich habe es. Also so gesehen. Ja, packages.linuxmint, weil ich habe da gesehen, dass es das gibt quasi. Ja. Ah, ich glaube, du hast den Blank zwischen dem http/// und dem. Ja. Ich habe mich eh gewundert und habe gedacht, das geht. Warte, jetzt ist es aber nicht in der Adresszeile. Ich würde gerne wissen, wie viele Google Search Requests anfangen mit http://. Okay. Und da gibt es rechts eine Suche.
kann man diese Suche einfach Quix eingeben. Aha, da kommen jetzt alle möglichen Sachen. Aber ich sehe nicht, dass das irgendwas mit Quix zu tun hat. Nein, aber hier 10, 20, 30, 1, 3, 8. Display ist 10, 20, 30, was? 1, 3, 8, ne? So. Geil, bin ich jetzt schon ganz deppert? Nur Doppelpunkt 0, genau. So. Aha. Wahrscheinlich hat dein X-Server aber den Netzwerkport nicht offen. Hat. Eine Sache schaue ich noch. So, machst du mal Echo Dollar Display? Oh, Echo habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und dann in Großbuchstaben Display. Schau mal, was passiert, wenn ich das mache. No protocol specified. Nicht deppert. Ich habe wenigstens ein Ding so.
Okay. So. Normalerweise verschieben du es einfach mit Click and Hold. Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit zu verschieben? Weil das Problem ist nämlich, wenn ich muss auf meiner Simulation Doppelklick machen und wenn ich Doppelklick mache, dann kommt nämlich die Eigenschaft von dem Widerstand raus. Ach so, weil du quasi einmal klickst zum Selektieren und dann ein zweites Mal zum. Damit das sozusagen die Remote Connection, damit ich das kann. Also ich verschiebe meistens einen bestehenden Bauteil entweder einfach so, wenn ich selektiert habe, oder du kannst ja quasi mit einem Mausklick selektieren und gleich verschieben. Also du brauchst keine Zeit, dass man klicken. Aha, das geht irgendwie nicht beim Dings, verstehe. Mhm. Nein. Ich glaube, der Stefan hat die Sachen halt in die Ecke gestellt oder so, aber... Es steht nur ganz groß drauf, dein Menü, weil... Ich habe keine Ahnung von... Also ich okay. Jemand von euch verwendet? Sorry. Das X, okay. Genau. Ich habe das mir nur ganz am Schluss jetzt dann so en passant erwähnt. Es gibt hier die Möglichkeit, Netze zu benennen. Und dann kann ich einfach sagen, dieses Netz hier, das heißt X. Und das ist dann aber auch ein Messpunkt. Also die Masse fehlt mir noch, jetzt wo ich drüber rede. Weil ich kann quasi ein Netz benennen und dann kann ich automatisch das Potenzial von diesem Netz messen, relativ zum ausgezeichneten Masseknoten. Ja, deswegen muss ich eine Masse unbedingt. Ja, weil sonst weiß er quasi nicht, was ist denn Null. Aber das kommt eben oft vor, dass man quasi verschiedene Spannungen messen möchte gegen Masse und dann ist es der Ursaustall, wenn man da überall so ein Messgerät reinhängt, das auf einem Ende auf Masse hängt. Und dann ist es viel einfacher, wenn man sagt, dieses Netz und ich möchte wissen, was das Potenzial von dem Netz ist gegenüber Masse. Das Masse-Symbol ist hier, das ist nicht in der Datenbank quasi drinnen, sondern das ist. Ah, ist ein Lambda-Component. Ah ja, Ground. Oh cool, gleich doppelt. Ich hole es mir immer von da oben. Okay. Gut.
Ja, genau. Was? Netzlabel. Also das quasi, ich gebe einfach diesem Netz hier einen Namen und das Quix erzeugt mir automatisch eine, also berechnet automatisch eine Spannung für jedes Netz, das einen Namen hat. Okay. Jetzt können wir mehrere Sachen damit machen. Ich speichere mal hier. Bevor wir jetzt in die eigentliche gibt es noch irgendwie Fragen oder gibt es noch Troubles? Das sind ideale Leitungen mit allem drum und dran. Das heißt, wenn du eine Stromquelle nimmst und die ist offen, dann sagt er, kann ich nicht simulieren. Wenn du eine Spannungsquelle nimmst und die schließt du mit diesen Leitungen kurz, sagt er auch, das kann ich nicht simulieren. Quix macht das. SPICE zum Beispiel hat automatisch bei jeder Stromquelle einen Giga-Ohm-Parallelwiderstand und bei jeder Spannungsquelle einen Giga-Siemens-Serienwiderstand. Das sind so astronomische Zahlen, dass das quasi irrelevant ist für die Berechnung, aber es wird dann immer definiert, was passiert in den seltsamen Extremfällen. Gut, also ich habe jetzt das gespeichert und was ich jetzt mal machen kann, bevor wir uns die eigentlichen richtigen Simulationen anschauen, unter Simulate gibt es einen netten Punkt, der heißt Calculate DC Bias. Und oft will man von so einer Schaltung nur eine DC-Simulation haben. Und dann braucht man da jetzt keine DC-Simulation drauflegen und irgendwie Werte auslesen, sondern wenn ich nur F8 drücke oder dieses Ding da, Checker Error, no actions defined, nothing to do, Close Windows. Okay, offenbar möchte er zumindest eine DC-Simulation haben. Also ich lege ihm da eine Simulation drauf, hier DC, und jetzt klicke ich F8, haha. Das Nette an dem Feature ist, dass er mir jetzt zu jedem Netz hinschreibt, auf welchem Potenzial das ist. Und da brauche ich eben nicht, wenn mich das, diese Information interessiert, irgendwie 1000 Label setzen und 1000 Werte auslesen, sondern ich kann das einfach hier mehr oder weniger gut lesen. Also mehr oder weniger, weil man sieht hier, das kann ein bisschen unübersichtlich werden, wenn dann hier das überall steht. So. Was ich aber auch machen kann, ist die eigentliche Simulation. Darum geht es uns jetzt eigentlich hier. Also ich habe eine DC-Simulation da drauf gelegt und dann kann man dieses Rädchen hier anklicken oder F2 drücken und dann simuliert er das. Und das ist extrem unspektakulär. Da sehen wir quasi überhaupt nichts. Fertig, ich glaube unten in der Statusseite sagt er, no warnings sind gekommen bei der Simulation. Das ist großartig. Aber er hat jetzt quasi für uns diese Werte berechnet und die müssen wir in irgendeiner Art und Weise auslesen. Und eine einfache Möglichkeit, Werte auszulesen, ist einfach eine Tabelle zu platzieren. Also ich gehe unter Diagramme und dann suche ich mir die Tabelle und lege die da irgendwo her. Und dann komme ich in dieses Menü, mit dem ich hier quasi alle Werte sehe, die er ermittelt hat in der Simulation. Und ich kann mir jetzt aussuchen, welche sollen in dieser Tabelle drinnen stehen. Und dann nehme ich mir einfach beide hier, sage Apply und dann ist das jetzt in dieser Tabelle. So. In der Tabelle habe ich jetzt quasi eine Spalte für jeden dieser Werte und eine Zeile für jeden Simulationsschritt. Und in dieser einfachen DC-Simulation gibt es nur einen Simulationsschritt. Darum haben wir da auch nur eine Zeile stehen. Aber wir sehen hier, das ist das X, was wir eigentlich wissen wollten. Und da kommt uns raus 0,0109 Volt. Das heißt, wir sehen von diesem einen Volt fällt eigentlich fast alles hier überhalb von diesem Netz ab. Das macht doch irgendwie Sinn. Wir haben hier, wenn ich mir die linke Seite nicht anschaue, sondern nur die rechte Seite, dann haben wir hier schon mal einen Spannungsteiler zwischen 10 Kiloohm und 100 Ohm. Das heißt, wir würden jetzt schon mal erwarten, dass quasi nur ein Hundertstel der Versorgungsspannung übrig bleibt hier an diesem Widerstand. Und es ist halt nicht ein Hundertstel, sondern ein ganz klein wenig mehr als das, weil wir noch eine andere Seite der Messbrücke haben und dann hier diesen Querwiderstand. Ich nehme die weg, ich habe einfach hier die Tabelle und die ziehe ich mir daher. Zack,
dann geht dieses Menü auf, oder das ist Dialog, und in dem muss ich jetzt sagen, welche Werte ich haben möchte. Und ich sage einfach diesen Wert und diesen Wert. Ich nehme quasi alle Werte. Wenn ich jetzt OK oder Apply und dann OK drücke, dann habe ich die Tabelle. Und dann mache ich die noch ein bisschen kleiner und schiebe sie wieder runter, damit die nicht so über die Schaltung drüber steht. Und wir haben eben diesen einen Messwert, den wir eingezeichnet haben, den wir sehen wollen, das X. Dann haben wir noch einen zweiten, weil das Quix automatisch für jede Quelle eine Messgröße macht. Nämlich für jede Spannungsquelle, wie viel Strom rauskommt, und für jede Stromquelle, wie viel Spannung sie liefert. Und minus darum, weil dieser Strom hier im Verbraucherbezugssystem ist und nicht im Erzeugerbezugssystem. Da brauchen wir uns jetzt nicht näher drüber Gedanken machen. Wir sagen einfach, er misst die halt immer genau so rum, dass der Strom, der bei Plus rauskommt, ein negativer Strom ist quasi. Gut, damit hätten wir jetzt eine DC-Simulation gemacht. Und DC-Simulation macht für diese Art der Schaltung Sinn. Also DC heißt Gleichstrom. Das heißt, wenn wir eine Schaltung haben, wo wir eigentlich nicht erwarten, dass sich irgendeine Messgröße über die Zeit ändert. Und hier kann es nicht. Wir haben eine Gleichspannungsquelle. Wir haben lauter Dinge, die eigentlich keine Zeitabhängigkeit haben. Wenn ich diese Schaltung in echt aufbaue und ich messe sie und dann lasse ich die eine Stunde stehen und messe nochmal, da sollte sich nichts verändern. Wenn sich doch was verändert, habe ich irgendwelche Drifteigenschaften und so. Das heißt, meine Widerstände und meine Quellen sind nicht perfekte, ideale Quellen. Wenn die perfekten, ideal sind, macht es einfach keinen Sinn, das nach einer Stunde nochmal zu messen. Da muss das gleich sein. Wir werden nachher ein paar andere Simulationsarten kennenlernen, nämlich die Transienten-Simulation, wo wir Zeit vergehen lassen und quasi schauen, wie verhält sich diese Schaltung, wenn wir sie quasi einschalten und dann für eine gewisse Zeit beobachten. Oder auch die AC-Simulation, wo wir uns quasi anschauen, wie verhält sich die Schaltung über eine Zeitspanne zu den einzelnen Zeitpunkten, sondern wie verhält sich die Schaltung über eine Zeitspanne in den einzelnen Frequenzen und zum Beispiel für welche Frequenzen ist der Kondensator durchlässig und für welche nicht. Was wir aber bei der DC-Simulation machen können, ist eine andere Art, mehrere Messpunkte zu haben. Nicht, wenn wir die Zeit reinnehmen, sondern wenn wir Veränderungen von Parametern hineinnehmen. Das ist dann ein Parametersweep. Wir können zum Beispiel sagen, was wäre denn, wenn wir diesen Widerstand hier variieren? Nicht, dieser Widerstand, der ist jetzt sehr, sehr groß. Und darum ist auch jetzt nicht unerwartet, dass das Ergebnis, das wir gesehen haben, eigentlich sehr gut dem Ergebnis entspricht, wie wenn dieser Widerstand gar nicht drinnen wäre. Weil durch diesen sehr großen Widerstand, da kann eh nur ein kleiner Querstrom fließen, der beeinflusst diese Schaltung nicht erheblich. Und jetzt könnten wir sagen, okay, wir wollen jetzt nicht diesen einen Widerstandswert ausprobieren, sondern wir wollen drei verschiedene Werte ausprobieren. Dazu trage ich hier nicht meine Zahl ein, sondern einen Variablennamen. Und ich nenne diese Variable einfach R3. Der Widerstand ist R3, den nenne ich die Variable so. Und dann muss ich hier bei der Simulation noch einen Parametersweep in meine Schaltung hineinziehen. So, scroll da ein bisschen runter. Und beim Parametersweep habe ich jetzt hier mehrere Eigenschaften. Also ich kann so verschiedene Sachen hier einstellen, wie beim Widerstand. Ich klicke dann drauf und trage was ein. Gerade beim Parametersweep ist es aber praktisch, da zu doppelklicken, dann geht ein Dialog auf und dann hat man bessere Übersicht von den ganzen Dingen. Zunächst einmal muss ich ihm sagen, zu welcher Simulation dieser Parametersweep gehört. Und da kann ich hier sagen, zur DC1-Simulation. Ich kann auch mehrere Parametersweeps verschachteln. Dann ist quasi für den ersten Parametersweep die Simulation als Simulation einzustellen und beim zweiten Parametersweep trage ich dann ins Simulationsfeld den ersten Parametersweep ein. Also dann bilde ich so eine Kette von Parametersweeps. Wir machen jetzt nur eins. So, welchen Parameter wollen wir sweepen? Wir wollen R3 sweepen. Und dann habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Ich kann sagen, linear über einen gewissen Wertebereich mit einer Schrittweite, logarithmisch, konstant, das ist ein unspannender Parametersweep, oder eine Liste, wir machen jetzt einfach mal Liste. Dann kann ich hier so mit Strichpunkten getrennt Werte eintragen und ich sage jetzt mal einfach 100 Ohm, 1 Kilo Ohm, 10 Kilo Ohm, 100 Kilo Ohm. Und 100 Kilo Ohm muss der Wert, den wir vorher gehabt haben. Und jetzt schauen wir quasi, was ist, wenn wir so die Dekaden durchgehen mit diesem Wert.
Zack. Wenn ich jetzt auf Simulation klicke, so, hat er simuliert. Ich speichere zuerst. Simuliere nochmal. Und jetzt platziere ich wieder eine Tabelle. Ja, zack. Dann habe ich jetzt hier erstens die Möglichkeit, ich habe einen weiteren Wert, nämlich R3. Also R3 wird quasi auch automatisch ermittelt. Machen wir das mal, wir tun R3 hinzufügen. Und wir tun die Spannung, die wir messen, also das Potential an diesem Punkt X. So, okay. Und dann ziehe ich das vielleicht darunter. Wrong dependency. What the? Ja, weil das R3 independent ist. Okay, ich muss das R3 rausnehmen, dann sage ich apply, zack. Okay. Und dann macht er mir das R3 automatisch als Spalte. Dann sind die Ergebnisse nicht mehr durchnummeriert, 1, 2, 3, sondern mit dem entsprechenden Wert von R3, weil das eben die, die unabhängige Variable ist. Und wir sehen eben jetzt hier bei 100 Kiloohm, ja, zeigt uns das in dieser wissenschaftlichen Schreibweise 1 mal 10 hoch 5. Also bei 100 Kiloohm haben wir genau den Wert, den wir vorher gehabt haben. Und bei 10 Kiloohm sehen wir, dass das sich schon signifikant verändert. Und wenn wir dann runtergehen auf 100 Ohm, dann haben wir ein Drittel der Versorgungsspannung. Das heißt, bei 100 Kiloohm hier hat dieser Widerstand den Punkt hier rechts so gut wie gar nicht beeinflusst. Weil wir haben hier einen 10 Kiloohm Widerstand dranhängen, wir haben einen 100 Ohm Widerstand dranhängen, da ist einfach der 100 Kiloohm Widerstand deutlich größer, der wird strommäßig diesen Punkt am wenigsten beeinflussen. Das heißt, wir haben ein Ergebnis, das fast so wäre, wenn es den nicht gäbe. Im anderen Extrem, wenn wir 100 Ohm hier drinnen haben, dann dominiert eigentlich dieser 100 Ohm Widerstand gegenüber diesem 10 Kiloohm Widerstand. Wir bekommen eine Schaltung, wo dieser 10 Kiloohm Widerstand kaum mehr Einfluss darauf hat, welches Potential wir hier sehen, sondern wir haben nur noch einen Spannungsteiler aus 300 Ohm Widerstanden, nämlich dem hier und dem hier. Und dann ist es irgendwie klar, dass wir ein Drittel der Versorgungsspannung haben am Schluss und das kommt doch ziemlich genau hin. Und wir können eben hier jetzt in dieser Tabelle sehen, wie sich das so ändert zwischen diesen beiden Extremfällen. Dem einen Fall mit R3 ist 100 Ohm, wo dieser 10 Kiloohm Widerstand eigentlich bedeutungslos ist, oder dem anderen Fall mit dem 100 Kiloohm Widerstand für R3, wo eigentlich dieser linke Teil der Schaltung unerheblich ist, dafür welche Spannung wir hier sehen. Gut, das ist ja sehr schön, aber wir wollen lustige Bilder zeichnen und nicht Tabellen. Tabellen sind ja fad. Das heißt, wir machen einen anderen Parameter-Sweep, wir machen jetzt nicht eine Liste, sondern wir sagen zum Beispiel, wir wollen logarithmisch sweepen über genau diesen Wertebereich von 100 Ohm zu 100 Kiloohm und er soll, weiß ich nicht, 100 Schritte machen. Dann kommen wir auf 33,3333 Punkte pro Dekade. Macht irgendwie Sinn. Nicht? So sind drei Dekaden dazwischen. Gut. Sage ich apply, simuliere ich das nochmal, speichern wir, simulieren, oder simuliert, weiß ich nicht. Und jetzt kann ich hier so ein Diagramm raufziehen und ich sage einfach, plotte jetzt R3. Jetzt hätten Sie, plotte uns X, die Spannung X, X.V, das V steht für Voltage, also wir sagen die Voltage und Punkt X, abhängig von R3. So. Und jetzt sehen wir eben hier eine nette Grafik, wo wir den gleichen oder einen ähnlichen Zusammenhang sehen. Nämlich, wenn der Widerstand R3 sehr, sehr klein ist, dann steigt die Spannung an Punkt X, das Potential an Punkt X, bis ungefähr 0,3. Das können wir nicht so genau erkennen in diesem Diagramm. Und wenn wir dann hier raufgehen mit dem Widerstandswert, dann bricht diese Spannung zusammen. Ich habe da gleich eine logarithmische Darstellung genommen für den Parameter-Sweep, aber dieses Diagramm hier ist offenbar nicht logarithmisch. Ich habe hier eine logarithmische Darstellung genommen beim Parameter-Sweep, weil mir irgendwie klar war, das wird wahrscheinlich
sinnvoller sein, wenn ich mir quasi anschaue in einem Schritt, was ist für jede Verdoppelung zum Beispiel und nicht, was ist, wenn ich ein Ohm und noch ein Ohm und noch ein Ohm hinzufüge, weil uns ziemlich klar ist, nicht? Wenn ich irgendwie bei den 100 Ohm Widerstand noch einmal 100 Ohm dazugebe, dann wird das wahrscheinlich eine große Änderung bewirken. Wenn ich aber beim 100 Kilo Ohm Widerstand 100 Ohm dazugebe, dann wird das wahrscheinlich kaum einen Einfluss auf das Verhalten dieser Schaltung haben. Also macht das irgendwie Sinn, jetzt eher in Schritten von Verdoppelungen und so zu arbeiten. Und das muss ich natürlich auch in einem Diagramm wiedergeben, weil jetzt habe ich die Werte, die Punkte so gewählt für R3, dass sie das sinnvoll abdecken, aber in dem Diagramm haben wir eigentlich, also hier haben wir schon die 20 Kilo Ohm, 40, 60, 80 und 100 Kilo Ohm. Das braucht quasi das gesamte Diagramm. Und was die Änderung war von 100 Ohm auf 200 Ohm, das sehen wir so gut wie gar nicht. Das ist irgendwie alles hier im linken Rand zusammengequetscht. Und darum gibt es, wenn man hier doppelklickt, in den Properties noch weitere Dinge, die man aussuchen kann. Zum Beispiel kann ich sagen, ich hätte gerne, dass die X-Achse logarithmisch ist. Man kann aber auch die Y-Achse logarithmisch machen. So, und jetzt haben wir hier eine logarithmische X-Achse. Und das schaut schon nach einem relativ sinnvolleren Bild aus. Da können wir, erstens können wir mal erkennen, wo diese Kurve aufhört, dass es ungefähr 0,3 ist. Und wir sehen, dass das dann danach quasi, wenn ich R3 eine logarithmische Größe habe, also der Logarithmus zu R3 verhält sich annähernd linear zu der Spannung an dem Punkt X, bis irgendwann einmal der R3 in die Größenordnung kommt von diesem Widerstand hier, dann fängt dieses Phänomen an abzuflachen. Gut, sagen wir, ich möchte jetzt ein bisschen mehr rauslesen. Ich möchte zum Beispiel wissen, hier bei der Verdoppelung, was haben wir da genau für einen Wert? Dann kann man mit diesem Punkt hier noch Marker in diesen Graphen hineinsetzen. Zack. Da sehen wir, haben es nicht ganz erwischt. Aha. Weil 200 ist kein Punkt. Ich habe einen Punkt bei 201, einen Punkt bei 187 Ohm. Aber da kann man dann hier noch so Beschriftungen machen, da kann man sich austoben. Da gibt es hier, das ist das Marker-Tool und dann setze ich hier einfach den Marker in dem Diagramm dazu. So, drehen wir es vielleicht noch ein bisschen weiter. Machen wir einen verschachtelten Parameter-Sweep. Ich mache hier ein Parameter U. Da machen wir hier Simulationen, Parameter-Sweep, ich doppelklicke das, die Simulation ist jetzt der erste Parameter-Sweep, also ich verschachtelte, der Sweep-Parameter ist U und ich sage, ja, sag mal linear zum Beispiel, von 1 Volt bis 3 Volt in 1 Volt Schritten. So. Conflicting Variables. Ja, den Ausschuss können wir mal probieren. In R3, DC1. Ah, ja. Weil ich gesagt habe, ich verschachtel sie, aber ich habe es nicht gemacht. So, jetzt haben wir sie verschachtelt. Und jetzt sehen wir, ich bekomme eine Kurvenschar. Also ich bekomme quasi für den ersten Parameter-Sweep, macht er mir eine Kurve. Und den zweiten Parameter-Sweep verwendet er dann quasi, um eine zweite und eine dritte Kurve zu zeichnen. Und ich habe jetzt hier beim zweiten Parameter-Sweep 3 verschiedene Schritte und dementsprechend bekomme ich dann 3 verschiedene Kurven hier. Gut. Fragen soweit? Hast du sie in der anderen Richtung verschachtelt? Da bekommst du ganz viele Kurven nämlich, weil dann macht er quasi immer eine Kurve mit 3 Punkten, aber davon 100.
Ah, ja. Hier. Die Frage ist nach einer Platine ätzen und ich würde das mit dem Programm nicht machen. Also wirklich ein reiner Simulator. Und das ist aber auch ein übliches Problem sozusagen, dass ja beim Zeichnen von einem Schaltplan auch Fehler passieren können. Und wenn man dann quasi den gleichen Schaltplan dreimal zeichnet, irgendwie einmal in dem einen Simulator, weil man einen Aspekt simulieren möchte, zweitens mal im zweiten Simulator, weil ein anderer Aspekt interessiert, der in dem Simulator besser geht, und dann dritten Mal im Schaltplanzeichenprogramm, dann kann es natürlich sein, dass bei diesem mehrmaligen Zeichnen was schief geht. Und das ist, wenn man das vermeiden möchte, geht man eher den anderen Weg. Also die besseren Programme, um Leiterplatten zu entwickeln und Schaltpläne dort zu zeichnen, die unterstützen das dann auch, dass man die Schaltpläne oder Teile davon in einem Format exportiert, das man dann in so einem SPICE-Programm verwenden kann. Gut. Haben wir noch Fragen? Jetzt geht's bei dir? Geht's nicht? Ich schaue mal zu dir. Ah. Also, ansonsten, ich schaue gleich zu dir. Wir haben nämlich eine Übung, die wir machen. Eigentlich zwei sogar. Nämlich wollen wir ein paar Werte bestimmen. Wir wollen herausfinden, welchen Wert R3 haben muss, damit 1 mA durch die Schaltung fließt. Und das Zweite, das haben wir jetzt eigentlich fast gemacht. Das ist das Einfachere. Wir wollen herausfinden, welchen R3 haben muss, damit die an dem mit X markierten Knoten 0,2 Volt anliegen. Ah, sitzt da vorne schon die ganze Zeit. So, 1. So, und du hast ein Data-Display und eine Schematic. Ah ja, okay. Und hast aber alles im Data-Display gemacht. Gut, soll auch recht sein. Also na, er schaltet. Mhm. Ja. Scrollst du rauf? Du hast hier nicht U eingetragen. Deine Spannungsquelle hat immer 1 Volt, egal was U gerade hat. Und wenn du jetzt simulierst... Und das, wenn du auf File Document Settings gehst, dann kannst du eben, dein Data Display heißt .sch, jetzt könntest du hergehen und das auf .dpl setzen, dann ist alles in dem DPL. Okay. Aber eigentlich, also ich mache es genau andersrum, ich sage quasi alles ist .sch, weil, aber... Aber jetzt hast du schon im DPL-File, er hat es gar nicht gespeichert.
Das ist ein Programm, um automatisch Parameter zu ermitteln. Was im Grunde so eine Ausgleichsrechnung über mehrere Iterationen macht, oder? Ja. Bin schon weg. Zu euch komme ich ja lieber, weil da ist viel Platz. Oh, das ist alles Deutsch, Parameter, Durchlauf. Ich sehe auch schon, was das Problem ist, aber. Ja, das ist alles okay. Also, das Problem ist nicht bei dem Parameter-Sweep. Das Problem ist, dass du einen Parameter R3 definierst, aber der wird nirgends verwendet. Genau. Das ist aber, das und da kann man dann hier als Wert einragen R3. Ja. Nein, das ist genau das übliche Ding. Also. Genau. Geht immer weg, weil ihr in den Document-Settings nicht das .sch-File als Data-Display eingestellt habt. Unter File. Da kannst du beim Data-Display das SCH oder du klickst einfach das Open Data-Display After Simulation weg. Dann bleibt er einfach in der Schematik stehen. Gut. Bitte. Ich weiß nicht, ob das Wort geschummelt dann richtig ist. So, also das sind die 5 Minuten, die ich warte, bis ich das Problem selber löse. So. Da ist einmal. Mal das da weg. Parameter sieht brauche ich auch nicht.
Moment. Gut. Den, das da? Das ist hier. Kann man dann einen Marker setzen. So. Das ist das eine. Und das zweite ist der Strom. Und drehe ich eigentlich auf die richtige Aktion. So. Und was haben wir da? Ein Milliampere. Das schaut ja noch hier aus. So. Ja, weißt du warum? Die passt schon. Ja? Die passt schon. Und die ist nicht logarithmisch. Die hält immer so flach. Ich habe das Gefühl, die steigt immer sehr wohl auf. Naja, das ist wenigstens dokumentiert, dass ich so ein fröhlicher Mensch bin. Oder? So, braucht sie noch? Ja. Die Farbe ist irrelevant. Na, wo ist sie? Na dann. Doch, wenn man dieses rote X drüber macht, dann kann man das auch deaktiviert. Die linke und rechte ist bei mir aber beide linear. Bei mir ist nur die X-Achse logarithmisch. Ihr seid am falschen Bildschirm. Ihr seid im richtigen Dialog, aber am falschen Bildschirm. Im falschen Tab, oder wie das jetzt auf neumodisch heißt. Begrenzung,
Ja, da kennen daran, wo im Dialog steht, ob es das ist, was. Ups. Nein, das ist immer noch der falsche Tab. Ja, wenn nur drei. Ja? Jetzt ist es im richtigen. Jetzt seid ihr im richtigen. Klick mal auf v1.i. Dann siehst du im oberen Bereich alle Eigenschaften, die diese Kurve hat. Bitte. Ja, klick mal da drauf, genau, und dann hast du hier, hast du die, genau. Und jetzt musst du sie aber noch auf die andere Achse legen, weil die so skaliert ist, dass sie quasi nur ein gerader Strich ist. Das geht unter Data. Genau, wenn du jetzt beim Graph rechte Seite anklickst, hast du oben alle Eigenschaften dazu. Und da gibt es bei Y-Achse Left Axis. Wenn du das auf Right Axis änderst, dann verwendet er quasi die rechte Seite, um die Skala dafür zu machen. Und dann brauchst du jetzt nur noch den richtigen Punkt raussuchen. Ja. Ja, ich markiere einfach mit einem Klick den Marker und jetzt kann ich mit den Pfeiltasten den Punkt verschieben, zu dem er gehört. Ja, und zwar ist das ein bisschen, es darf nicht markiert sein und dann, ich weiß nicht, wer mir das eingefallen ist. Ja, ich habe eine Zeit lang gebraucht, herauszufinden, wie das genau geht. Also es darf nicht markiert sein und jetzt mache ich genau einen Klick und halte den und jetzt kann ich es verschieben. Wenn es aber schon markiert ist und ich versuche das. Ja, es ist. Also ich weiß nicht, was die Idee ist, wie man das genau herausfinden soll, außer weiß ich nicht. Genau, das weiß man halt, das findet man irgendwann mal raus. Ich muss sagen, wenn man es mal weiß, ist es gar nicht so blöd, weil man hier tatsächlich das Problem hat, dass Sachen übereinander liegen und wie sagt man dem System jetzt, was man gerade bewegen möchte, aber ja, es ist jetzt nicht unbedingt. Ja, es gibt eine Hilfe. Ich bezweifle aber, ob sowas in der Hilfe drinnen steht. Bei einer Hilfe, wenn er da, Help Index,
Da haben wir halt eher... eher quasi höher stehende Probleme. Aber dieses... Also meistens sind dann diese User-Interface-Sachen weniger gut beschrieben, weil das denkt, das ist eh intuitiv und wir haben das genauso gemacht, wie ich mir das vorstelle. Und darum muss das für jeden Menschen intuitiv sein, dass es genauso gehört. Und die Themen hier sind eher ein bisschen high-leveliger, also da die mathematischen Funktionen, die implementiert sind, wenn man Formeln eingeben möchte zum Beispiel, also man kann Equation Defined Schaltungssymbole hier machen. Man sagt, ich habe hier ein Bauteil, ich weiß zwar nicht, wie das Symbol ausschaut, aber ich weiß, es ist diese Exponentialfunktion, die das Stromspannungsverhältnis beschreibt. Da die Dateiformate sind hier beschrieben, wenn man eben jetzt irgendwie Programme schreiben möchte, die selber solche Dateien erzeugen, wie sie das Qix erwartet. Das ist schon praktisch, dass das dokumentiert ist und das ist genau das, das findet man nie raus mit Trial and Error. Wenn man das ins Kastel verschiebt, findet man raus mit Trial and Error, aber es ist... ja, genau. Okay. Hat jeder die richtige Antwort? Oder hat jeder eine Antwort? Ob es richtig ist, können wir vergleichen. Das wird da quasi demokratisch entschieden. Ja, wahrscheinlich ist der Median besser als der Mittelwert. Also wenn jetzt irgendwie einer hier sagt, man braucht einen Teraohm-Widerstand, dann werden wir noch so viel mit unserem 1-Kilo-Widerstand versuchen, den Mittelwert zu retten. Also machen wir den Median quasi. Gut, also die erste Frage war, welchen Wert muss R3 haben, dass 1 Milliampere durch die Schaltung fließt? Wer kann mir das sagen? Ja, durch die Gesamtschaltung oder durch den Widerstand? Durch die Schaltung steht hier. Interessant. Ja, weil wir das nicht schaffen, das V1 einzugeben. Ach, das kann man editieren? Ja, er hat es leider nicht editiert. Also ich schaue zu euch. Mit dem Pfeil können wir rum, ne? Ja, genau. Und da kommen wir nicht ganz. Kommen wir leider nicht ganz. Ja, da macht es mehr als 20 Punkte für den Wertebereich. Und man kann sich natürlich mit dem Wertebereich dann noch schrittweise nähern. Du kannst natürlich mit 20 Punkten auch rauskommen. Dann weißt du, das ist ungefähr dort. Dann setzt du Ober-Untergrenze. Also quasi so ein regular Falsi on Steroids, wo man nicht nur einfach größer, kleiner, sondern gleich 20 Punkte hat, kann man auch machen. Aber gerade bei sowas soll man 1000 Punkte rechnen lassen und dann ist es fein genug aufgelöst. Genau, es ist 1 Kilo Ohm. Das ist auch halbwegs plausibel, wenn ich mal anschaue, wenn da ein 1 Kilo Ohm Widerstand drinnen ist, dann wird eben der größte Strom in der Schaltung so fließen. Der muss dann eben genau da durch. Und dann wird der hier fast an der oberen Rail sein, fast an der unteren. Das heißt, durch 1 Kilo Ohm Widerstand fließt dann schon fast 1 Milliampere, aber dann fließt noch ein bisschen was durch diesen Faden, ein bisschen was durch diesen Pfad. Und it just so happens, dass sich das genauso ausgeht, dass wir dann auf ein
mit 1 Kiloohm auf das 1 Milliampere kommen. Aber es ist eben auch eine plausible Größe, wenn man sich das irgendwie so überlegt. Gut, und die andere Frage war, welchen Widerstandswert muss das haben, damit 0,2 Volt am Punkt X anliegen gegenüber Masse? Und das ist bei mir 305 Ohm, wobei ich den Punkt nicht genau erwischt habe, also ich bin ein bisschen daneben, aber 305 Ohm gibt es eh nicht in der E6-Reihe. Kommt euch da auch was in der Größenordnung raus von 300 Ohm? Ja. Passt. Gut. Dann schauen wir weiter. Zu der Transienten-Simulation steht bei mir. Das heißt, jetzt schauen wir uns an, wie sich eine Schaltung über die Zeit verhält. Also jetzt nicht über Jahre irgendwelche Bauteile trifft, sondern wir schalten was ein und das läuft dann eine Sekunde und wir wollen halt wissen, wie die Ströme und die Spannungen sich in dieser Sekunde zum Beispiel verhalten. Dazu habe ich in dem Skriptum so eine kleine Testschaltung und die wollen wir jetzt mal aufbauen. So, dazu speichere ich, mache neue. Test 5, zack. Settings. Ja, das ist. Quix macht auch komische Sachen, wenn man so Save S macht. Weil wenn man einmal gespeichert hat, hat man ja schon diesen Namen drin. Und wenn man dann Save S macht, dann schaut er, ob der Name gleich dem alten Namen ist. Und wenn ja, dann ersetzt er. Und wenn nicht, dann ersetzt er irgendwie nicht. Und so. Genau. So, wir haben hier eine DC, eine AC Voltage Source. Das ist hier einfach. Wir haben einen Kondensator. Und wir haben einen Widerstand. So. Gut. Achso, wir haben dann noch zwei Knotennamen. Das heißt out und das heißt in.
Das kann nicht stimmen. Muss ich da M-Seconds? Die Spannungs-, die Wechselspannungsquellen beim Quix sind defaultmäßig, glaube ich, auf 10 GHz oder irgendeine obskure Zahl, 1 GHz. Das kommt daher, dass die Leute, die Quix geschrieben haben, die kommen ganz klar aus der Mikrowellentechnik. Also das sieht man auch bei, dem, bei den Schwerpunkten, welche Sachen Quix besonders gut kann. Dann sind das eben so S-Parameter und Streifenleiter und was weiß ich was alles, die ganzen schwarzen Magiesachen. Aber für uns ist irgendwie Gigahertz ein bisschen viel. Das geht mit diesem hier. Damit kann ich einen Netznamen vergeben. Okay, das ist das Groundnetz. Ja. Dann, wenn du simulierst, hast du es nachher drinnen. Genau, also du simulierst einfach und wenn du dann da reinschaust, hast du es hier links drinnen. Also, dann macht er dann automatisch für jede Größe, die quasi einen Namen hat, und jede unabhängige macht das so einen Eintrag. Wenn wir eine Transienten-Simulation machen, haben wir automatisch Time als unabhängige Variable. Einfach über die Transienten-Simulation. Also so wie ich eine Transienten-Simulation in die Schaltung hineintue, sage ich ihm da drinnen, von wann bis wann, in wie vielen Schritten und so. Und dann habe ich automatisch eine unabhängige Variable Zeit. Das ist jetzt von der Transienten-Simulation. Die Schrittweite habe ich um einen Faktor 100 vergrößert. Das ist, also offensichtlich ist natürlich die Schrittweite und die Anzahl, das ist irgendwie, ergibt sich gegenseitig und ich kann einfach ein Feld editieren und er macht automatisch ein Update von einem anderen Feld. Und manchmal weiß man vielleicht aufgrund der Art des Problems, dass man simuliert, die Schrittweite soll 2 Nanosekunden sein, dann sagt man 2 Nanosekunden, weiß automatisch, wie viele Schritte das dann sind. Nein, Timing Diagramm, das ist was für die Digitalsimulation. Warte, ich schaue zu dir. Sieht das aus? Das sieht durch. Okay. So.
Ja, mach das mal zu. Und wenn du da hineingehst, in das da, der ist auf 1 Gigahertz. Einem Kilohertz war in der Angabe. Wenn du da Display in Schematic schickst, anklickst, dann siehst du es auch gleich im Schaltplan. Und ich vermute, dass es jetzt geht. Sollte vorher irgendwie verwirrt haben, weil quasi die Ableitung bei einem Gigahertz von der Funktion ist so schnell und das ändert sich so schnell, dass er mit der Simulation da auf keinen sinnvollen Wert kommt. Und jetzt hast du quasi die Möglichkeit Eingabe- und Ausgabespannung. Ja, Timeplotten macht irgendwie, also Zeit als Funktion der Zeit ist Fahrt. Achso, die nehme ich weg. Ja, aber du kannst es mal machen, weil du siehst, was passiert. Und, achso, tu es auf die rechte Achse, dann siehst du, was passiert. So, da sehen wir, die Zeit als Funktion der Zeit wird immer größer. So, dann siehst du das Bild. Mhm. Ich habe das Video jetzt neu angelegt, aber ja. Er nimmt noch immer die alten Datasheets. Und du hast jetzt neues. Aha, aber du hast simuliert schon im Test 3. Mhm. Okay. Okay. Kannst du die Document Properties kennen? Hm, genau, lieber nicht. Denn Dataset ist jetzt 3.sch. Das habe ich umgeschrieben. Also ah, das ist nicht gut. Das ist jetzt so. Die Schematic. Das Dataset ist das File, wo er die Daten reinschaut. Das muss .dat zum Beispiel heißen. Weil sonst überschreibst du quasi mit der Simulation deine Schematic. Mhm. Genau, das ist SCH, das ist das Data Display. Na, sag keep it. So, und jetzt speicher drüber. Genau. Und jetzt, wenn du nochmal simulierst, dann soll auch keine Meldung kommen. Mhm. Genau. Und jetzt, wenn du dann das Kartesische reinziehst, hast du Test 3. Genau. Also, das heißt, man biegt auf 2 an und dann nimmt er an. Und die X-Achse erkennt er automatisch. Genau, das ist, also wenn. Er zeigt dir auch, wenn du da in die Properties nochmal reingehst, dann siehst du bei jeder Variable hier, ob die abhängig oder unabhängig ist. Und bei den Unabhängigen siehst du quasi, wie viele Schritte es sind. Bei der Abhängigen, wovon sie abhängig ist. Und wir sehen, in.vd ist abhängig von Time und dann ist die abhängige Größe immer die X-Achse. Also die Größe, von der es abhängig ist. Weil V1 ist ja die abhängige Größe. Mhm. So. So, wie geht's euch? Schauen wir uns an, was da rauskommt. Ich habe es noch nicht ganz gemacht. Ich habe den Strom noch nicht eingezeichnet bei mir. Aber was sieht man in dieser Simulation? Genau, man sieht einen Phasenversatz zwischen dem Eingang und dem Ausgang. Und Genau. Genau.
Und wir sehen quasi, wir sind schon ein bisschen in dem Bereich, wo, wo dieses RC-Glied anfängt zu dämpfen. Also wir haben jetzt noch nicht die komplexe Wechselstromrechnung gemacht. Wenn wir die dann machen, dann schauen wir uns da ein bisschen näher an, was passiert. Außer hier ganz am Anfang, das werden wir uns in dem Rahmen des Kurses nie anschauen, leider. Dieses Einschwingverhalten, wenn ich quasi hier nach rechts gehe, dann sehe ich im eingeschwungenen Zustand eigentlich immer das Gleiche sich wiederholen. Und das kann man sich vergleichsweise einfach ausrechnen, wie viel Phasenverschiebung man da kriegt und wie viel das Signal gedämpft wird. Einfach nur, wenn man weiß, welche Bauteilwerte da drinnen sind, mit welchen Frequenzen man arbeitet. Ja, ja. Phänomenologisch kann man es leicht erklären. Wenn man es ausrechnen möchte, dann ist es, dann braucht man quasi einen Teil der komplexen Wechselstromrechnung, den wir in dem Kurs nicht machen, weil wir quasi nur diesen eingeschwungenen Zustand anschauen von etwas, was in einem eingeschwungenen Zustand bleibt und nicht etwas, was einen Dämpfungsanteil hat oder solche Dinge. Wir sehen den Phasenversatz, wir sehen die Dämpfung, wir können jetzt natürlich ein paar Sachen ausprobieren. Wenn ich diese Schaltung jetzt so ändern wollte, dass dieses 1 Kilohertz-Signal praktisch nicht gedämpft und phasenverschoben wird, wie müsste ich das machen? Wenn ich diese Schaltung jetzt so ändern wollte, ich breche jetzt gerade ein bisschen heraus aus dem Schaltungssimulationskontext und wiederhole jetzt wieder Hardcore-Elektrotechnik. Wenn ich diese Schaltung verändern wollte, sodass dieses Signal nicht phasenverschoben wird und nicht gedämpft, wie könnte ich das erreichen? Welche Bauteilparameter müsste ich ändern und in welche Richtung müsste ich sie ändern? So. R1 kleiner machen. Bist du da sicher? Wenn du R1 kleiner machst, dann würde da die gleiche Spannung einen größeren Strom verursachen. Und geht ein größerer Strom hin und her durch den Kondensator besser oder schlechter durch? Ein größerer Strom durch den Kondensator geht, wird der Kondensator für größere Spannung aufgeladen. Ja, aber die Spannung geben wir ja vor quasi. Ein größerer Strom eine höhere Frequenz verursacht. Nein, die Frequenz ist fix. Die Frequenz ist einfach die von der Quelle her. Ist die 1 vergrößern? Ja. Ja, also beides richtig. Wir können C1 vergrößern, wir können C1 überbrücken, weil ein unendlich großer Kondensator ist im Grunde genommen gleich wie eine Brücke, ein Kurzschluss. Das wäre quasi dann der Extremfall. Also wenn wir C1 größer machen, dann sagen wir, das Signal geht besser durch. Das ist eine Vermutung, der ich mich anschließe. Wir probieren es aus, wir haben einen Simulator. So, sagen wir da mal statt 100 Nano, 100 Mikro. So. Und das simulieren. Ha! Perfekt. Man sieht überhaupt keine Dämpfung mehr. Gut. Also machen wir da wieder 100 Nano. Also wir wissen beim Kondensator, wenn wir den besonders groß machen, dann geht das Signal mit dieser Frequenz auch noch durch. Okay. Was müsste ich jetzt mit dem Widerstand machen, damit das Signal besser durchgeht? Es gibt eh nicht so viele Möglichkeiten und ich habe dir schon widersprochen, dass ich glaube, kleiner machen ist keine gute Idee. Also vergrößern wir ihn. Sagen wir statt 1 Kiloohm, 1 Megaohm zum Beispiel. Ja, bewirkt genau das Gleiche. So. Okay, sagen wir, ich will das C und das R gleich lassen. Ich will aber eine Frequenz wählen, die besser durch kann. Kann da eine hohe Frequenz besser durch oder eine niedrige Frequenz besser durch? Eine hohe kann besser durch, genau. Das heißt, ich erhöhe jetzt zum Beispiel hier mal die Frequenz um, weiß ich nicht, den Faktor 10. Ich muss natürlich hier auch die Simulationszeit um den Faktor 10, na, ja, Faktor 10 erhöhen. Genau eine Periode wird sich dann rausgehen in meinem Zeitfenster, aber irgendwie ist das uncool. So. Ah, die Schrittweite ist gleich geblieben. Na.
Ah, falsche Richtung. Wir haben die Frequenz erhöht und die Simulationszeit. Wir müssen natürlich die, wenn wir die Frequenz erhöhen, die Simulationszeit kleiner machen, um ein ähnliches Bild zu bekommen. Ja, perfekt. Also weil ich jetzt nicht um den Faktor 1000, sondern den Faktor 10 haben wir noch ein bisschen Dämpfung und Phasenverschiebung. Aber wir haben gesehen, quasi eine höhere Frequenz geht besser durch als eine niedrige Frequenz. So, also nachdem wir jetzt irgendwie die ganzen Dinge, die wir uns ja schon theoretisch erarbeitet haben, nochmal überprüft haben, ich schalte es wieder zurück auf 1 Kilohertz und dann auf 10 Millisekunden. War jetzt noch eine zusätzliche Aufgabe hier, nämlich dass man nicht nur die Eingangs- und Ausgangsspannung plottet, sondern auch den Strom, der aus dieser Quelle fließt. So, das heißt, ich hänge da jetzt noch den Strom dazu und den Strom, den lege ich mir jetzt aber auf die rechte Achse, weil ich gleich mal davon ausgehen kann, dass einfach der Wertebereich, der Zahlenwertebereich von dem Strom ein anderes als der von der Spannung. Das heißt, wenn ich auf die gleiche Achse lege, wird eins davon unsichtbar klein werden. Sagen wir mal apply. So, wird immer übersichtlicher unser Bild. Haben wir jetzt hier noch unseren Strom, der aber wegen dem Verbraucherbezugssystem, Erzeugerbezugssystem-Ding negativ zu interpretieren ist. Das heißt, das schaut jetzt hier so aus, als ob der quasi völlig aus der Phase wäre, aber das ist nicht ganz der Fall. Also hier ist er quasi da unten und da ist er da oben. Ist ein bisschen phasenverschoben, aber nicht ganz. Gut, also wir haben jetzt eine Transienten-Simulation, das heißt, wir haben quasi eine Schaltung und schauen uns an, wie wird sich die über die Zeit verhalten. Das geht nicht immer so schön, wie das an diesem Beispiel hier geht. Nämlich daran, weil, also normalerweise verwenden wir Transienten-Simulationen, wenn sich irgendwas wirklich tut. Nicht? Also ein Widerstandsnetzwerk an einer Gleichspannungsquelle kann man natürlich auch in einer Transienten-Simulation machen, aber die ist eher langweilig. Hier funktioniert es sehr gut, weil nämlich das, wo sich etwas tut, der Stimulus kommt quasi von einer Wechselspannungsquelle, die stabil rennt. Die rennt von sich aus und liefert einfach immer eine andere Spannung. Es gibt natürlich Schaltungen, die von sich aus oszillieren sollen, wo ich eine Gleichspannungsquelle habe und quasi von außen irgendwie nicht eine Wechselgröße anlege, aber drinnen arbeitet die halt mit einem Kondensator, der geladen wird und ab einem gewissen Schwellenwert schaltet was um und dann wird er wieder entladen. Und bei solchen Schaltungen muss man sich oft ein bisschen rumspielen mit der Transientensimulation, weil die in der Praxis viel, viel besser geht mit Streuinduktivitäten und etc., sodass quasi alles in Umgangssprache gesprochen ein bisschen so einen Schwung hat. Und nicht einfach abrupt in jedem Augenblick umkehren kann und sagen kann, doch anders. Solange ich hier keine Spule einbaue, hat die Simulation solche Eigenschaften nicht. Da muss man manchmal nachhelfen und ein bisschen eine Induktivität wo einbauen, wo in der Realität einfach nur die Induktivität von dem Kabel, das die Bauteile verbindet, ausreicht, damit das stabil rennt. Gut. Sind noch Fragen zu der Transientensimulation? Dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt 15 Minuten Pause. Und dann schauen wir uns die beiden letzten Teile an. Einerseits die AC-Simulation, wo wir uns die gleiche Schaltung anschauen, aber jetzt nicht in der Zeit, sondern in der Frequenz. Und am Schluss machen wir dann ein Kennlinienfeld von einer Diode. Gut. Dann, also wir bleiben in dieser Schaltung. Aber wir machen jetzt eine AC-Simulation, das heißt, wir machen jetzt Diagramme, wo wir nicht in der X-Achse die Zeit haben und schauen, wie war der Zustand der Schaltung zu einem frühen Zeitpunkt und zu einem späten Zeitpunkt, sondern wir schauen uns an, wie sich die Schaltung gegenüber unterschiedlichen Frequenzen verhält. Also im Grunde, wir haben ja vorher jetzt geschaut, wann geht das Signal besser durch, und einer der Parameter, die wir variiert haben, war eben die Frequenz von dieser Quelle hier. Und wir haben gesehen, bei einer hohen Frequenz geht das Signal sehr gut durch und bei einer niedrigen Frequenz halt schlechter. Also wir haben jetzt hier das 1 Kilohertz, da sehen wir schon einen
eine merkbare Dämpfung und eine merkbare Phasenverschiebung. Was ich jetzt mache, ich werfe diese Transienten-Simulation weg und stattdessen mache ich eine sogenannte AC-Simulation. Und wenn ich eine AC-Simulation mache, dann gebe ich eben hier als Start- und Stopp-Dinger nicht Zeitpunkte an, sondern eben eine Startfrequenz und eine Endfrequenz. Und dann wird auch die Frequenz, die hier bei dieser Quelle dran steht, einfach ignoriert. Weil diese AC-Simulation nur funktioniert, wenn alles mit genau der gleichen Frequenz rennt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Schaltung hätte und an der hätte ich jetzt irgendwie 5 solche Wechselspannungsquellen und ich trage die alle mit unterschiedlichen Frequenzen ein, dann kann ich so etwas nicht in einer AC-Simulation machen. Da wird man einfach alle auf die gleiche Frequenz setzen, weil wir bei der Wechselstromrechnung und die AC-Simulation macht nichts anderes, eben immer ein System bei genau einer Frequenz anschauen. So, in meinen Unterlagen habe ich ja stehen, wir sollen simulieren von 100 Hertz bis 10 Kilohertz. Also wir gehen quasi von den 1 Kilohertz, die wir jetzt simuliert haben, eine Dekade rauf und eine Dekade runter. Das heißt, Start ist 100 und Stopp ist 10K. Und dann machen wir dazwischen, weiß ich nicht, ist mir wurscht, 100 Punkte. So, ich simuliere jetzt mal. Die Werte, die ich vorher drin gehabt habe in diesem Diagramm, die sind jetzt hier invalid, weil die gibt es nicht mehr in meinem Datenfile, weil ich jetzt eine andere Simulation mache. Also ich gehe da mal rein, ich werfe die alten weg. Und dann haben wir hier neue Input und Output und jetzt abhängig nicht mehr von Time, sondern von Frequency. In, Out werfe ich da rein. So, und wir sehen jetzt hier In, eine durchgehende Linie. Ja, das ist auch irgendwie klar, weil die Amplitude von dieser Eingangsfrequenz, die ist ja immer gleich bei jeder Frequenz, also die Amplitude von Eingangssignal. Aber die Amplitude von einem Ausgangssignal, die schwankt eben als Funktion der Frequenz. Und da sehen wir, dass die Ausgangsamplitude bei der Frequenz, mit der wir hier angefangen haben, bei 100 Hertz, sehr, sehr klein ist und dann eben hier sukzessive steigt. Auch hier ist es aber wieder hübscher, wenn man die Sachen mit einer logarithmischen Skala macht und nicht mit einer linearen Skala. Das heißt, in der Simulation stellen wir jetzt hier um von linear auf logarithmisch. So. Gut. Ändert sich nichts, weil jetzt habe ich nur die Auflösung verändert, wo ich Punkte gesetzt habe. Und jetzt muss ich hier noch umstellen, die x-Achse auf logarithmisch. Genau, jetzt haben wir da so ein hübsches Bild, wo wir jetzt sehen, quasi über die Frequenz. Und wir sehen hier im linken Bereich bei 100 Hertz, da ist eigentlich von dem Signal fast nichts mehr da. Wenn wir da jetzt noch weiter gehen würden zu noch langsameren Frequenzen, dann würde eben das Signal weiter verschwimmen. Aber im Wesentlichen ist es da schon sehr flach. Und hier bei den 10 Kilohertz sehen wir, das ist auch schon sehr flach. Da sind wir de facto bei 1, da geht das Signal voll durch. Aber hier in der Mitte haben wir eben diese fast 50% Dämpfung. Ist das jetzt die Visualisierung von dem, was wir vorhin gesagt haben, dass bei hoher Frequenz mit dem Einschwingen einfacher geht, weil diese blauen Rotbereiche leer sind und wenn die Frequenz niedrig ist, also im linken Bereich, wird sie weiter auseinander gehen, das genau. Genau. Also ich könnte jetzt quasi in der Transientensimulation, wo ich die Wellenformen sehe, einfach viele Frequenzen durchprobieren und mir immer quasi anschauen, welche Amplitude habe ich eingangsseitig, die ist immer gleich, da ändert sich nur die Periodendauer. Und welche Amplitude habe ich ausgangsseitig und die ist halt sehr klein bei niedrigen Frequenzen und sehr hoch bei hohen Frequenzen. Und dann könnte ich das in ein Diagramm auftragen und genau das haben wir eben hier gemacht. Nur, dass ich in der AC-Simulation das eben ein bisschen intelligenter rechne, weil ich ja nicht über eine Zeitdauer wirklich das Verhalten simulieren muss, sondern verwendet eben die Wechselstromrechnung, die wir im Kurs erst kennenlernen werden. Also da kommen wir dann nach den Operationsverstärkern dazu, dass man uns anschaut, wie man mit den komplexen Zahlen solche Sachen sehr einfach rechnen kann. Hier das Programm, das kann das eben schon für uns tun. Wir könnten jetzt das hier wieder als Basis nehmen und sagen, da wäre vielleicht zum Veranschaulichen dieser anderen Grafik mit dem schönen Welt, wenn man so 5 Punkte oder 3 Punkte rausgreifen würde, wo man dann sieht,
Ja. Ja, wir können zum Beispiel auch diesen Punkt hier raussuchen, wo ich genau auf 0,5 bin. Also sagen wir, ich suche quasi die, die Frequenz, bei der ich genau die Amplitude halbiere. Dann wäre das sinnvoll, das über die AC-Simulation mal zu machen. Dann kriege ich hier meinen Punkt und ich kann jetzt hier wieder einen Marker setzen und dann schauen, dass ich den möglichst genau erwische. So. Das passt jetzt ungefähr. Was wir auch sehen, ist, dass das, dass der Wert, den wir hier plotten, das ist eine komplexe Größe, weil da quasi die, die Phasenlage drin ist. Und darum sehen wir hier quasi keine schöne Zahl, sondern wir sehen hier eine Zahl plus j mal eine andere Zahl. Aber was hier geplottet ist, ist der Betrag davon. Wenn man dann schaut in diesen Katalog der mathematischen Funktionen, dann könnte man sich jetzt irgendwie Hilfsgrößen machen, wo man zum Beispiel die, die Phasendrehung rausfindet als Argument von dieser komplexen Zahl und die dann auch nochmal extra plotten. Wobei die Phase für die Durchlässigkeit jetzt wieder nicht so relevant ist. Für die Durchlässigkeit nicht, aber es gibt Anwendungen, wo man halt, wo einen die Dämpfung nicht so interessiert, sondern eben die Phasendrehung. Ich sehe aber hier in meinem Schummelzettel, dass wir das eher anschauen sollen, nämlich Phase als Funktion der Frequenz. Das heißt, dann bauen wir das gleich ein. Und dazu brauche ich eben eine Formel. Ich glaube, darum habe ich das eingebaut, damit die Formeln mal davor kommen. Weil ich in diesem Diagramm hier, da habe ich in dem Menü keine Möglichkeit zu sagen, sagt man das Argument von dieser Zahl, also sagen wir die Phasendrehung. Das heißt, ich muss mir quasi eine Hilfsvariable machen, die dann genau das ist. So, dazu kann ich mir hier das da, eine Equation in meine Schaltung hineinsetzen. Equation 1. So, und ich nenne die jetzt, weiß ich nicht, Phi zum Beispiel, könnte ich meine Phase nennen. Und ich glaube, Arg ist die Funktion. Wir werden gleich sehen, wenn es das nicht ist, dann kriegen wir einen komischen Fehler. Out.kleinv heißt die Variable. So, okay, simulieren wir mal durch, zumindest hat er nicht geschrien. Und jetzt habe ich hier Phi als weitere Variable. So, das können wir weg. Und das ist jetzt eben die Phasendrehung, aber ja, aber machen wir dann noch durch Pi halbe. So. Das habe ich von hier oben genommen. Wenn ich da draufklicke, dann kann ich so eine Equation-Box hinsetzen. Aber in so einer Box kann ich dann quasi hier beliebig viele Equations setzen. Und ich kann die exportieren oder nicht exportieren. Und normalerweise ist das Yes. Das heißt im Grunde nur, habe ich das dann in meinem Dataset zur Verfügung, sodass ich es plotten kann. Oder ist das nur eine Hilfsvariable, die ich wieder in anderen Berechnungen habe. Dann rechnet das sich quasi das für jeden Simulationsschritt aus, sodass ich es in anderen Dingen verwenden kann, aber es kommt nicht in mein Dataset hinein. Normalerweise habe ich aber die alle im Dataset drinnen, dann kann ich die eben auch hier plotten. Also, und hier habe ich die Equation und die Variable, die ich erzeugt habe, heißt Phi und die setze ich auf das Argument von out.v und Argument ist halt irgendwie der das nett klingende Wort für die Phase von dieser komplexen Zahl. Und weil das in Radianten ist, ist halt das nicht irgendwie 90 Grad oder sowas, sondern 90 Grad in Radianten ist halt Pi halbe. Und darum dividiere ich das durch Pi halbe, sodass wenn 90 Grad Phasendrehung hier 1 entspricht. Das heißt, wir sehen,
Bei den ganz hohen Frequenzen haben wir so gut wie keine Phasendrehung. Da ist das nahe bei Null. Und wenn dann die Frequenzen immer kleiner werden und damit immer mehr gedämpft wird und immer mehr in der Phase gedreht, haben wir hier im ganz linken Fall, im extremen Fall, kaum mehr ein Signal. Aber dieses kleine Signal, was wir haben, ist fast 90 Grad in der Phase gedreht gegenüber dem Eingangssignal. Das können wir hier sehen. Wenn du in das Equation-Menü hineingehst, dann hast du zwei Eingabefelder, nämlich eine für den Variablen-Namen und die andere für den Ausdruck, auf den du die Variable setzen möchtest. Ja, dann schaue ich mal zu euch. So. Ja, und du sollst wieder raus, aber das müsste wurscht sein, dass allein die Variable y auch die 1 ist. Ja, arg, out, Punkt, das ist ein kleines V, ja, Pi durch, ja, okay. Aha, kommt das öfter vor? Ja. Okay. So, wenn du jetzt simulierst. Okay. Und dann muss es da, genau, das ist noch nicht dazugefügt, also du hast das in dem Menü, aber... Perfekt. Ja. Schaue ich zu euch. Ja, bei mir ist aber das Netz auch klein benannt und bei euch ist es groß benannt. Und bist du schon fertig mit dem Kompilieren? Phi, das ist die Phasendrehung. Achso, das ist ein griechischer Buchstabe. Ja, ja, schon. Achso. Also das ist quasi... naja, ich habe leider die gleiche Schematik, ich habe das nicht mit Speichern, also wir haben es jetzt nicht mehr. Aber vorher, wie wir die Transienten-Simulation gemacht haben, hat man ja gesehen, dass das Ausgangssignal nicht nur gedämpft ist,
sondern auch seine Maxima zu einem anderen Zeitpunkt hat. Ein bisschen früher oder ein bisschen später. Und das nennt man eben die Phasendrehung, weil das eben ein periodischer Vorgang ist. Das heißt, du kannst eigentlich auch gar nicht genau sagen, ist es jetzt ein bisschen früher oder ist es ein bisschen später. Du kannst nur sagen, wenn ich die Periodendauer als 360 Grad bezeichne, wo in diesem Spektrum ist quasi das eine Maxima in Relation zum anderen. Du meinst, warum ich diese Division habe? Ja, also wenn du jetzt sagen würdest, du möchtest es nicht. Na, ich will skalieren. Weil das hier ist ein Radianten, ja. Und die Phasendrehung in dem Fall geht von 0 bis 90 Grad. Und das ist halt ein Radianten von 0 bis Pi halbe. Und Pi halbe sieht man halt so schlecht hier als ausgezeichneten Punkt. Und darum skaliere ich das, indem ich es durch Pi halbe dividiere. Und dann geht es eben von 0 bis 1. Und 1 wäre dann eben die 90 Grad Phasendrehung. Und ansonsten würde es halt gehen von 0 bis 1,55, schieß mich tot. Ha? Ja, im Kurs kommt das noch. Also die komplexe Wechselstromrechnung haben wir noch nicht. Aber es macht keinen Sinn, quasi das erst zu machen, wenn wir im Kurs soweit sind. Und es macht auch wenig Sinn, nur dafür dann nochmal ein eigenes großes, wir simulieren jetzt. Das heißt, verzeiht mir, wenn ich da ein bisschen vorgreife. Aber die Grundidee ist einfach nur, dass dieser Wert hier von 0 bis Pi halbe geht. Und Pi halbe ist halt irgendwie da blöd. Schöner ist, wenn ich sage, es geht von 0 bis 1. Also dividiere ich es durch Pi halbe und dann habe ich hier einen schönen Wertebereich, der auch gut zu der Dämpfung passt, weil das geht dann auch von 0 bis 1, diese Amplitude. Gut, haben wir das alle? Noch Fragen dazu? Weil dann widmen wir uns noch dem letzten Abschnitt, den ich da vorbereitet habe, nämlich das Erzeugen von Kennlinienfeldern. So. So, wir machen eine neue Schaltung. Ich speichere die als Test 6. Zack. Ja, jetzt klicke ich das nur weg. So, und ich habe, wenn mein Skript umschaut, hier eine neue Schaltung, die wir bauen müssen. Ihr seht, unsere Schaltungen, die wir bauen, werden immer einfacher. Also es ist quasi die Komplexität beim Simulieren, die kommt normalerweise nicht daher, dass man jetzt schwierigere Schaltungen zeichnen muss und darum braucht man neue Features in dem Schaltplan-Editor, um Teile zu platzieren, sondern es kommt eher da, dass man eben interessantere und aufregendere Simulationsparameter wählen muss und Formeln hinzufügen muss und solche Dinge. Also wir haben hier quasi eine Spannungsquelle und dieser Spannungsquelle ist eine Diode angehängt und wie ihr hoffentlich mittlerweile wisst, ist das keine gute Idee in der Realität, weil die Kennlinie von der Diode schaut eben so aus, dass ab der Flussspannung das explodiert und in der Simulation ist uns aber wurscht. Ja? Da sagt dann halt, da fließt ein Gigaampere. Ja, rechnen kann man es ja. So, also, wir nehmen eine Source, wir nehmen eine Diode, so. Diesmal mache ich jetzt tatsächlich auch eine Probe, weil wir diese Probes noch nie verwendet haben, durch deine Current Probe hineinhängen, auch weil wir dann diesen seltsamen Effekt nicht mehr haben mit dem Verbraucherbezugssystem versus Erzeugerbezugssystem, dass dann der Strom quasi genau mal minus 1 ist. Und ich verbinde das miteinander. So.
Zu der Masse hin, nicht durch meine Masse hin. Bei der AC-Simulation noch nie gemacht? Ja, habe ich es auch gemacht. Ich glaube, bei der AC-Simulation wäre es ja nicht notwendig. Also mathematisch gesehen ist das eigentlich totaler Schwachsinn, einen Gleichstrombezugspunkt zu machen bei einer AC-Simulation. Aber sie schadet auch nicht. Na, kann nicht schaden. So, also jetzt hätten wir. Oh, so. Jetzt hat er alles. Schiebt das so in die Ecke. Gut, jetzt wollen wir eine Simulation machen. Und zwar machen wir jetzt eigentlich wieder die allererste Art der Simulation. Wir machen eine DC-Simulation und einen Parameter-Sweep. Damit wir eben schauen, welcher Strom fließt durch die Diode bei den unterschiedlichen Spannungen. Das machen wir natürlich, indem wir hier einfach mal U eintragen, dann können wir unsere Spannung variieren. Gehen wir in die Simulation an. So, DC-Simulation, einen Parameter-Sweep und wir wollen, das gehört da dazu, den Parameter U sweepen von 0 bis 1 Volt in 101 Schritten. So, speichere es, ich simuliere es. Simulation ended, errors and warnings. Ah, weil ich die. Ja, tue ich das wieder hin und ändere ich das auf SCH. So, besser. Gut, das heißt, wenn wir jetzt ein Diagramm einfügen, dann sollten wir da eine Diodenkennlinie bekommen. Und in der Tat, das schaut irgendwie diodenkennlinienmäßig aus. Das einzige Problem ist, wir hätten uns quasi erwartet, so einen Knick bei ungefähr 0,6, 0,7 Volt. Nicht? Das ist der Erwartungswert, den wir haben für die Flussspannung. Aber der skaliert natürlich dieses Bild immer so, dass die größten Werte da auch reinpassen. Darum haben wir jetzt hier ein Bild, das auf über 50 Ampere geht und sagen, naja, bei einem Volt an der Diode fallen dann halt schon 50 Ampere durch. Man kann aber hergehen und hier bei den Limits sagen, auf was die Achsen quasi gedeckelt werden sollen. Und da kann ich jetzt die sagen, die linke Achse, die soll doch gehen von 0 bis, sagen wir mal, 1 Ampere in 0,5 Ampere Schritten. So, und dann haben wir jetzt, naja, das ist immer noch ein bisschen hoch. Machen wir da 100 Milliampere in 50 Milliampere Schritten. So, ja. Gut, also so schaut unsere Diodenkennlinie aus. Ja? Kann man jetzt aus der Karte lesen, dass wir einen, welchen Widerstand wir als Vorwiderstand nehmen sollen? Die Frage war, ob wir da jetzt rauslesen können, welchen Widerstand wir als Vorwiderstand nehmen können, sollen, wenn es für eine Leitwehr nehme ich an. Oder? Nur implizit. Weil beim Vorwiderstand, da weiß ich ja quasi, welche Spannung ich habe und die ist deutlich höher als die Flussspannung. Und dann sage ich, ich ziehe die Flussspannung von der Diode ab und die Differenzspannung, da sage ich dann mit, ja, U ist R mal I, R ist U durch I, weil wir wollen ja R ermitteln. Dann nehme ich eben diese Differenzspannung, dividiere die durch den Strom, den wir laut Datenblatt für die Diode haben wollen und dann wissen wir den Widerstand. Diese Simulation könnte ich zum Beispiel verwenden, um die Flussspannung von der Diode zu finden. Wenn ich die im Datenblatt nicht habe, aus irgendeinem Grund, da war jemand schlampig und hat gesagt, wer braucht schon die Flussspannung von einer Diode, aber ich habe ein Simulationsmodell, dann könnte ich so natürlich herausfinden, was diese Flussspannung ist.
Da ist es aber vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, so ein Diagramm zu zeichnen, sondern da reicht es dann, die Diode an eine Stromquelle anzuschließen. Und wenn ich 20 mA haben möchte, dann ist es einfach eine 20 mA Stromquelle. Dann brauche ich nur diesen einen Punkt simulieren und ablesen, welche Spannung sich dann auf der Diode einstellt bei 20 mA. Aber ich habe natürlich hier die Information auch drin. Ich habe halt hier noch mehr Informationen drin. Macht das dann noch kleiner. Das Programm ist mal wieder auf 50 mA. Jetzt haben wir es richtig LED-Werte. Das Programm ist mal über die Kringel gerade Linie. Und die Spannungsquelle ist auf U gesetzt. Nein, das ist auf einmal U gesetzt. Aber ich kenne den Fehler eh schon. Ja. Nein, ich will dich ja nicht deine Individualität berauben, aber es ist das klassische Ding, was schief geht, dass man es vergisst da einzutragen. Eben darum, weil der Bauteil ja schon U benannt ist und wenn man dann quasi dieses U ist gleich U, da denkt man sich, das ist eh klar, aber nein, es ist nicht. Da? Ja. Ist das sicher die Ah. Ihr habt wahrscheinlich bei den Limits hier eingetragen, quasi Start und Stopp. Und die Schrittweite ist größer als dieser hinter. Und damit ziehst du quasi die Beschriftung nicht mehr, weil die schon außerhalb von. Hast du die Größe so abgerichtet, da weiß man nicht mehr, welche Tasten man drückt. Ja, aber nicht. Da hat man nicht das dafür. Das ist wieder nur vergessen. Das ist nicht anders. Beifahren beim Computer ist furchtbar, gell? Wir müssen uns da im Schädel. Na, was soll das? Nicht schön. Wieso, das ist Pair-Programming? Das funktioniert ja manchmal. Ja, unter anderem, weil man halt oft an so einem typischen Arbeitstag vielleicht eine Stunde programmiert und dann 7 Stunden den Bug sucht. Und dann ist es besser, wenn quasi 2 Leute die 1 Stunde verbraten, aber niemand die 7 Stunden. Weil die meisten Programmierer wollen es nicht, weil sie der Meinung sind, sie sind zu gescheit. Ja, es ist. Es ist, glaube ich, schwierig, wenn man quasi nicht zusammenpasst als. Ja, die meisten Programme probieren es ja gar nicht. Ich wollte es vor Programming machen.
Ja, es ist. Interessant, also meine. Also ich habe das nie gehabt, aber ich habe mit Leuten geredet und die haben eher gesagt, das Problem sind die Manager, die sagen, das wollen wir nicht, weil dann wird ja nichts fertig, weil wir dann auf einmal nur noch halb so viele Programmierer effektiv haben. Ah ja, die wollen das nicht, okay. Ja, also es ist halt schwierig, wenn man extrem spezialisierte Sachen macht, wo du nur einen Programmierer hast, der irgendwie... Naja, weil die Idee von Pair-Programming ist ja schon auch, dass man regelmäßig wechselt und so und nicht nur der eine dem anderen die ganze Zeit über die Schulter schaut. Wenn ich jetzt denke, bei mir in der Firma zum Beispiel, ich bin der Einzige, der GPU-Programmierung kann. Ja, und mit wem mache ich jetzt Pair-Programming? Das ist vielleicht lustig, wenn der andere zuschaut, aber... Gut, also wir haben jetzt alle irgendwie so ein Bildchen, mehr oder weniger. So, jetzt kommt das coole Neue hier. Wir wollen jetzt eben ein Kennlinienfeld machen. Und zwar wollen wir uns anschauen, wie sich diese Kennlinie von der Diode verändert, wenn wir die Temperatur variieren. Ihr erinnert euch bei den Dioden, da haben wir auch drüber geredet, dass die Temperatur da irgendwie einen Einfluss hat. Vielleicht erinnert ihr euch an die Schockgleichung, wo die Temperaturspannung vorkommt. Und da habe ich gesagt, aber in Wirklichkeit ist es genau andersrum. Weil so die Temperaturspannung in der Gleichung steht, würde man erwarten, dass bei einer hohen Temperatur weniger Strom fließt. Aber die Temperatur geht irgendwie magisch auch ein in diesen in den Sättigungssperrstrom. Schauen wir, was hier passiert, wenn ich die Temperatur variiere. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, weil ich ja hier den Sperrstrom als Konstante habe. Das heißt, ob jetzt quasi dann nur die Temperaturspannung variiert wird, dann sehe ich genau das falsche Phänomen. Die Simulation ist anders, aber zumindest sehen wir mehrere Kennlinien. So, irgendwo haben wir hier die Temperatur, da, Temp. Und ich sage jetzt hier mal Display in Schematic. Das finde ich ist immer gut. Die Werte, an denen man dreht, dass man die mal in die Schematic auch eintragt, damit das nicht irgendwo in den Einstellungen tief verborgen ist, dass man da einen Wert auf was ganz Obskures gesetzt hat. Und jetzt gehe ich her und setze das auf T. So. Und dann mache ich einen zweiten Parameter-Sweep. So, Simulations. Bin ich blind? Hier, Parameter Sweep. So. Gut, das brauche ich jetzt nicht mehr. Kannst du nicht lesen? So, wir wollen den Parameter T variieren. Dann mache ich eine Liste. Und ich sage, wir wollen irgendwie wissen, wie das, weiß ich nicht, beim Gefrierpunkt ist, bei Zimmertemperatur, bei Kräutersauna, bei Medisauna und bei richtiger Sauna. So. zack, und wir sehen, wir haben hier eine Schar von Kennlinien. Genau, und darum habe ich hier als nächsten Punkt Einfügen von Markern in das Diagramm zur Kennzeichnung der einzelnen Kennlinien im Kennlinienfeld. Ah, ist das cool? Ja, genau. Also wir machen da die Marker und ich setze mal auf die ganz linke Linie. Was? Aha. Aus irgendeinem Grund hat er das jetzt da unten hin dann. Ja, weiß auch nicht warum. Marker. Das ist aber fies. Aha, da kommt er dann von der anderen Seite wieder. Okay. Aber wir sehen hier Temperatur 100 und dann mache ich einen zweiten Marker ganz rechts. So.
So, und da sehen wir, das ist am Gefrierpunkt. Und da können wir eben erkennen, bei der gleichen Spannung, also suchen wir zum Beispiel diese Spannung hier, wo 25 mA fließen, bei 100 Grad, wenn ich da runter schaue, da sehe ich, da ist der Strom bei der anderen Diode, die am Gefrierpunkt ist, noch nicht zu erkennen, verschwindend klein. Also wir sehen, er hat es irgendwie richtig simuliert, also bei den hohen Temperaturen fließt mehr Strom. Und wir sehen, dass das über dieses Temperaturspektrum relativ große Auswirkungen hat. Aber nicht nur über das Temperaturspektrum. Wir sind hier in 25 Grad Schritten gegangen. Und wenn ich einfach schaue, die Linien hier sind so steil. Wenn ich diese Linie hier rechts anschaue, dann ist die eigentlich auch extrem weit unten bei der gleichen Spannung. Also wir haben hier bei 25 Grad Temperaturunterschied doch ganz gewaltige Unterschiede. Und wenn man einfach mal irgendein Elektronikgerät sich hernimmt, so ein Laptop, und man dreht den jetzt frisch auf und der ist bei Zimmertemperatur und dann rennt er eine Zeit lang, dann ist der hier schon deutlich wärmer als meine Hand, dann wird der drinnen auf der Elektronik sich sicherlich um mehr als nur 25 Grad gerade aufgewärmt haben. Also das sind Unterschiede, die in einer Schaltung durchaus vorkommen können. Und darum sieht man hier auch sehr schön, was wir gesagt haben, immer bei den Kennen im Datenblatt, es gibt einen guten Grund, warum man das nur irgendwie so ein bisschen grafisch macht, weil es macht gar keinen Sinn, diese Dinge viel genauer als das anzugeben, weil es andere Umgebungsparameter gibt, die diese Werte so stark schwanken lassen, dass das alles sowieso nur irgendwie Hausnummern und Größenordnungen sind. Und wenn man möchte, dass die Schaltungen gut funktionieren, dann muss man eben die Schaltung so machen, dass sie inhärent diese Effekte kompensieren kann. Wie wir das zum Beispiel gemacht haben bei den Transistorverstärkern, da haben wir uns dann auch nicht darauf verlassen, dass der eine Stromverstärkung von 100 hat oder eine Stromverstärkung von 200, sondern wir haben mit Gegenkopplung und so weiter die Schaltung so aufgebaut, dass das andere Bauteile, das Verhältnis von Widerstandswerten, die Verstärkung von unserem Verstärker bestimmen. Ja, das ist mir auch gerade vorher passiert und ich glaube, das ist ein Bug, weil hier diese Linien so steil sind. Und ich klicke quasi hier irgendwo drauf, zack, und weil er quasi ganz oben ist, macht er einen Default und setzt das nach 0. Und das Interessante ist, jetzt nehme ich hier diesen Marker und jetzt drücke ich die Pfeil nach links Taste, also ich gehe quasi in die Richtung, in die ich da gar nicht gehen möchte. Und dann kommt er da. So, das ist irgendein Bug. Das ist keine Ahnung. Das ist übrigens auch eine gute Möglichkeit, wenn man so eine Bauteil-Library hat, wie wir es da haben, wo ich dann einen Bauteil habe, der heißt 2N2222. Und ich möchte wissen, passt das zusammen, ist das ein gutes Modell quasi? Dann kann ich auf die Art und Weise die Diagramme nachbauen, die im Datenblatt drinnen stehen. Und ich kann dann vergleichen, wenn ich quasi das, was Sie gemessen haben beim Erzeugen der Datenblätter mit meiner Simulation, wenn bei einer Simulation was ganz anderes rauskommt, was im Datenblatt drin steht, dann weiß ich schon, das wird kein so akkurates Modell von diesem Bauteil sein. Wenn ich genau die gleichen Diagramme bekomme wie im Datenblatt, dann weiß ich, okay, dieses Bauteilmodell stellt das gut nach, was dieses Datenblatt beschreibt für ein Bauteil. Also das ist ein Schritt, der durchaus oft öfter vorkommt, dass man dann Schaltplatzsimulator mal verwendet, um so ganz einfache Kennlinien zu zeichnen, einfach nur um zu überprüfen, wie gut ist eigentlich dieses Modell für dieses Bauteil und stimmt das überein mit dem, wie der Hersteller sagt, dass sich dieser Transistor zum Beispiel stellt und diese Diode. Aber ich kann es ja nicht ändern, das Modell. Das nicht, aber ich kann wissen, ob es gut ist. Also und das ich kann ist, wissen, dass es schlecht ist und nichts mehr machen. Ja, genau. Oder zum Beispiel ein anderes Modell suchen.
Man kann die Modelle schon noch ändern, es ist nur sehr mühsam. Also wenn ich hier in die Component Library hineinschaue und ich habe, weiß ich nicht, suchen wir uns mal eine Diode raus. Ja. Da ist sie, die allererste, 0 auf 15 Schalttüre. Dann gibt es hier Show Model und da sehe ich quasi die ganzen Werte, die die verwendet haben. Also das ist quasi ein Diodenbauteil, das ist das ganz normale Diodensymbol, was wir da drinnen haben. Und jetzt müsste man halt wissen, was ist der erste Parameter, was ist der zweite, was ist der dritte. Ich nehme mal an, irgendwas von den Dingen mit P wird wahrscheinlich die Sperrschichtkapazität sein. Könnte die Flussspannung. Genau. Ja, wir können mal diese Diode da rüber kopieren. Zack. Machen wir das zu. Und tauschen wir dann die Diode, die wir hier haben, gegen die andere aus. Und wir können sehr wohl jetzt hier nochmal reingehen und die ganzen Werte ändern. Zum Beispiel können wir sagen, Temperatur ist T. So. Gut. Wir sehen, es schaut jetzt ein bisschen anders aus. Die Linien sind nicht ganz so steil, sie sind ein bisschen flacher. Wahrscheinlich, weil da eine größere Serienwiderstand drinnen ist in dem Modell. Und das müsste jetzt quasi dieses Diagramm sein für eine solche Diode. Aber wenn ich jetzt rauskomme, das passt mit dem Datenblatt nicht überein und ich weiß irgendwie, welche mathematischen Modelle da dahinter stehen, dann kann ich da reingehen und jetzt anfangen, an diesen Parametern herum zu drehen und zu basteln, bis die Simulation mit dem Datenblatt übereinstimmt. Aber in der Praxis wird man das machen, was du vorgeschlagen hast, und wird es einfach lassen. Das ist ja gar nicht so Sachen wie Sperrschichtkapazität. Ist das überhaupt relevant für Schaltungen nur mit niedrigen Frequenzen, oder? Wenn ich mit niedrigen Frequenzen arbeite, ist es wurscht. So, das ist im Wesentlichen für höhere Frequenzen interessant, weil ich da halt quasi dann dieses Ding drinnen habe. Und natürlich, aber das ist dann wieder eine spezielle Sache, wenn ich Kapazitätsdioden und so habe. Die verwende ich ja eben genau wegen ihrer Sperrschichtkapazität. Verwende ich immer in Sperrrichtung und die Sperrschichtkapazität ist quasi eine Funktion der Spannung, die ich in Sperrrichtung anlege und damit kann ich quasi den über das Verschieben des Arbeitspunktes diese Kapazität verändern und damit zum Beispiel einen Empfänger oder Sender tunen. Gut, also von dem, was ich mir da vorgenommen habe, sind wir durch. Ich habe dann hier noch einen sechsten Teil, nämlich Dokumentation und weiterführende Literatur. Erstens gibt es diese Online-Hilfe hier, wo man halt unter anderem hier diese Liste von den mathematischen Funktionen hat, wo eben dieses Arc zum Beispiel vorkommt, was wir vorher verwendet haben. Und wenn man da ein bisschen tiefer reingehen möchte in Qix, dann macht das sicherlich Sinn, diese Sachen da ein bisschen zu überfliegen. Und es gibt auf der Webpage eine ganze Menge von Dokumentationen. So. Gut. Unter anderem dieses Workbook. Und dieses Workbook ist ganz lustig zum Durchschauen. Das ist quasi eine Sammlung, man kann es Application Notes nennen, wo halt durchaus anspruchsvolle Beispiele durchgegangen werden, was man da simulieren kann mit Qix. So, keep. Und wie groß ist das? Sind wir schon auf 3 Megabyte? 5 Megabyte. So, also, sieh, das ist umfangreicher, also 560 Seiten. Und da haben wir Get It Started Guide und so, aber dann eben später auch, das ist Digitalsimulation, Modeling Op-Amps, wo halt hier durchaus anspruchsvolle
Beispiele durchgemacht werden und simuliert werden. Also wenn man quasi tief einsteigen möchte in Quicks, dann macht das Sinn, sich dort irgendwie Beispiele rauszusuchen, die in dem Problem, der Problemdomain liegen, die man selber behandeln möchte, und sich anzuschauen, wie haben die da gewisse Probleme behandelt, wie sind die damit umgegangen. Und dann kann man. Also da ist ganz massig Dokumentation, eben vor allem in diesem Workbook und diesen Reports, die da drauf sind, für unterschiedliche Projekte. Gut, ich glaube, das war's, wenn es nicht noch Fragen gibt von euch. Was ich auf jeden Fall vorschlagen würde, wir haben im Kurs eine ganze Menge von Sachen gehabt, wo wir gesagt haben, simulieren Sie das am PC, und manchmal habe ich dann vorgemacht, ein bisschen simuliert habe, aber ich glaube, das wäre was so als nächster Schritt sinnvoll wäre, wenn ihr Zeit habt daheim, sich mal hinsetzt und diese Sachen nochmal durchgeht, und wenn irgendwas dabei ist, was interessant klingt, dass man das mal einfach mal ausprobiert zu simulieren. Und da können wir auch gerne dann bei der Experimentiergruppe zum Beispiel dann durchgehen und schauen, wenn ihr irgendwelche Troubles gehabt habt und das hat nicht funktioniert, können wir uns vielleicht auch anschauen, was da bei dir. Ja, gut, ich glaube, das war's. Wir sehen uns eh wieder nächste Woche, glaube ich, für den normalen Kurs. Und da fangen wir an mit Operationsverstärkern.